freue mich, dass Sie heute den Weg gefunden haben hier ins DAI. Ist ja ein bisschen schon ein Nachhausekommen hier. Und das freut mich immer wieder. Eigentlich ist es ein bisschen Tradition. Jedes Jahr im Februar, März gibt es einmal was über chinesische Medizin. Und das ist immer eine besondere Freude. Heute aber geht es auch um chinesische Medizin. Das heißt, es geht darum, wie man diese westlichen und östlichen Heilkünste so zusammenschweißen kann, ob man das kann, dass die auch beide miteinander schlüssig verbunden sind und ihre gegenseitigen Stärken noch einmal potenzieren können. Oder ob man das einfach im Blindflug machen kann, mit der Gefahr, dass man vielleicht mit der einen Methode Gas gibt und mit der anderen bremst. Und dann vielleicht nicht den großen Vorteil daraus ziehen kann, wenn man sie wirklich systemisch und systematisch kombiniert. Denn nur wenn man das wirklich richtig tut, kommt der doppelte Nutzen. Bevor alle heute Abend nach Hause gehen und an die chinesische Medizin als Religion glauben, möchte ich gleich sagen, ich nicht. Ich glaube daran, dass es etwas sehr Nützliches ist, das aber vollkommen unabhängig ist von ihren persönlichen Überzeugungen in weltanschaulicher Hinsicht. Ich möchte aber doch vermuten, dass wenn man sie näher kennenlernt, man das eine oder andere auch für seine eigene Weltanschauung gewinnen kann. Wenn wir heute sprechen zu dem Thema Heilung als Weg, so ist dieser Titel mit Bedacht gewählt. Einmal ist ja Heilung nicht etwas, was mit einem Fingerschnitt passiert, sondern es ist ein Prozess, der sich übrigens auch über eine längere Zeit hinziehen kann. Und vielleicht kennen Sie den alten Spruch, Krankheiten sind zum Heilen da. Womit man meint, dass etwas in der Seele passiert, während der Körper gesundet. Dieser Aspekt ist ganz besonders wichtig, weil damit das Symptom eines Menschen eigentlich zum Anlass einer inneren Heilung wird. Dass das ganz leicht erklärlich und im Sinne unserer neurologischen westlichen Forschung auch gut darstellbar ist, das werden Sie gleich merken. Heilung als Weg, deshalb, weil damit mit der inneren Heilung auch der Lebensweg neu gefunden wird. Und zweitens, weil das Wort Weg in der chinesischen Sprache nicht mit einem Wort wiedergegeben werden kann. Aber eine ganz besondere Bedeutung hat das Dao, das ist das gleiche Dao wie vom Daoismus, der mittlerweile zu einer, ich möchte fast sagen, Industrie-Daoismus Industrie zu verkommen droht. Dieses Wort Dao bedeutet Weg, Ziel, auch innerer Sinn. Man hat es auch mal mit Gott übersetzt. Und dahinter steckt die Annahme, dass die Dinge einen vorbestimmten inneren Weg gehen. Leibniz, der große Mathematiker, hat dieses schon aufgenommen in seine Philosophie. Und ich glaube, wenn wir genauer hinschauen, werden wir feststellen, dass Lao Tzu, also der große daoistische Autor und Philosoph, Kant und Leibniz sehr viel miteinander gemein haben. Den Weg also wiederzufinden durch eine Krankheit, das ist etwas ganz Alltägliches. Ich kenne sogar Patienten, die sagen, ich habe Krebs, aber ich habe irgendetwas damit gewonnen. Das ist doch erstaunlich, aber alltäglich, und wir wollen uns jetzt ein bisschen überlegen, wie wir uns dem Thema nähern. Zunächst einmal möchte ich sagen, die Gliederung erfolgt an drei Fragen, die wir von Patienten gehört haben und die auch in Umfragen immer wieder bestätigt werden als quasi die Anliegen an die Medizin. Was macht einen guten Arzt aus? Und vor allem, wie finde ich ihn eigentlich? Zweitens, und was fehlt mir? Und drittens,
will man auch die Methoden kennenlernen, die Erfolge und die Nachweise dieser Heilmethoden, die anzuwenden sind. Lassen Sie mich gleich von Anfang an sagen, die Medizin ist in gewisser Hinsicht natürlich etwas ganz Großartiges. Und schon immer waren Priester und Medizinmänner in den Gesellschaften wichtig. Aber manchmal ist sie eigentlich auch was ziemlich Peinliches. Wenn ich daran denke, dass wir Pest und Cholera besiegt haben, aber die einfache Grippewelle nicht in den Griff kriegen, das beschlusst die Ende schon fast, wenn es nicht so traurig wäre. Es sind ganz alltägliche Beschwerden, bei denen unsere Medizin Grenzen hat. Grenzen sind also normal, es gibt sie in der westlichen und in der chinesischen Medizin. Indem wir die beiden systematisch kombinieren, haben wir weniger Grenzen und das ist natürlich gut. Wir müssen uns also mit dem Ausgangspunkt unserer Betrachtung befassen. Was ist eigentlich die Realität der Krankenversorgung, wie wir sie derzeit im Westen kennen? Und welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus für die Beantwortung dieser Fragen? Deshalb will ich diesen drei Teilen eine kleine Einführung vorweg geben. Der Status quo der Versorgung. Was ist jetzt eigentlich Sache heute, hier und jetzt? Während dieses Vortrags werden eine Reihe von Fragen auftauchen, die Sie gerne am Ende des Vortrags beantwortet bekommen können. Aber wenn Sie gerne ins Internet gehen, dann können Sie hier unter diesen Adressen einmal nachschauen. Da gibt es was über unsere Arbeit. Der erste Beitrag ist übrigens auch hier in diesem Raum gefilmt worden, ich glaube vor fast 15 Jahren. Und nun auf. Sie sehen, da stehen dreimal die gleichen Worte. Diagnose, Diagnose, Diagnose. Und wenn wir uns mit der Medizin befassen, müssen wir uns klar machen, dass die Diagnose in der Medizin eigentlich alles ist. Oder die Medizin ohne Diagnose eigentlich meistens nichts ist. Zunächst einmal, das wissen wir alle, ist die Diagnose die Feststellung eines Zustandes. Der Arzt stellt fest, was man hat. Aber wenn jetzt dieses, ich sage mal, Etikett auf dem Patienten klebt, dann ist damit auch eine Therapieanweisung verbunden. Kommen Sie also des Nachts mit Thoraxschmerz in die Kehle, was Gott verhüten möge, und Sie haben ein bestimmtes Enzymmuster im Blut und ein bestimmtes EKG-Muster. Und dann kommt die Diagnose Herzinfarkt drauf, da sind ganz bestimmte Schritte notwendig. Und wenn der Arzt das nicht macht, dann kommt er in den Bau. Ich wünschte mir, dass für die ganze Medizin solche klaren Handlungsstrategien vorgegeben wären, aber das ist leider nicht der Fall. Eigentlich kann man sagen, je genauer die Diagnose ist, wir werden noch kennenlernen, wie ungenau sie ist, je genauer die Diagnose ist, desto genauer ist auch die Therapieanweisung. Und es gibt eine Reihe von Studien, die klar sagen, über alle Fachrichtungen hinweg, dass immer wenn die Diagnose besonders gut gemacht ist, die Therapie auch erfolgreicher ist. Dabei geht es nicht um die Genauigkeit, sondern auch um den Zeitpunkt der Diagnose. Mit anderen Worten, der Schlüsselfaktor, um in der Medizin sehr global betrachtet Erfolg zu haben, das ist, dass die Diagnose stimmt. Nun, wenn Sie nun zu einem niedergelassenen Arzt gehen und die Studiendaten, die ich hier angezeichnet habe, kommen von einer Ambulanz einer amerikanischen Universitätsklinik, dann werden Sie natürlich im Wartezimmer mit einer Reihe anderer Patienten sitzen, die alle irgendetwas haben. Das ist eine Situation, wo Sie quasi beim Erstversorger sind, der also nicht jetzt in der Universitätsklinik sitzt, sondern ganz ambulant irgendwo in seiner Praxis oder in der Ambulanz einer Klinik, bevor man entscheidet, wer richtig krank ist und da bleiben muss und wer wieder nach Hause geht. Wenn Sie dieses Klientel einmal sehen, das ungefederte Klientel. Dann haben Sie hier die 10 häufigsten Diagnosen aufgetragen. Das geht von Thoraxschmerz weiter bis zu Taubheit. Und ich habe das ein bisschen gekürzt, denn die Originalarbeit zeigt 20 Symptome. Es werden 1000 Patienten untersucht mit besten Möglichkeiten.
Und was man herausfindet, ist, dass etwa 10% nur der Patienten ein messbares Korrelat ihrer Beschwerden haben. Das hat mich, als ich das kennenlernte im Studium, eigentlich verwirrt. Ich dachte sogar, das kann überhaupt nicht wahr sein. Aber ich stellte bald fest, indem die Ausbildung im Krankenhaus stattfindet, ist eine Selektion da. Eine Vorselektion, die dazu führt, dass die ganz schweren Fälle zum Lernen für uns Studenten damals sozusagen an diesem Punkt gesammelt sind, natürlich auch zur Behandlung. Aber das, was die Leute wirklich haben, was also den Alltag bestimmt, unterscheidet sich naturgemäß von diesem Klientel. Nun ist es doch so, dass ungefähr 9 von 10 Patienten ohne messbares Korrelat kommen. Das bedeutet, ein messbares Untermauern der Diagnose, der die Beschwerden zugrunde liegen, nicht möglich ist in diesem Setting. Also dem normalen Setting. Das ist natürlich eigentlich verwunderlich und fast ein Skandal. Aber Gott sei Dank werden 9 von 10 Patienten auch ohne Arzt gesund. Ich sagte vorhin, Medizin hat manchmal auch etwas Lustiges oder Peinliches an sich. Ja, das stimmt. Wir müssen das doch zugeben, dass die Großmütter recht haben. Die sagen, ohne den Arzt dauert die Grippe eine ganze Woche und mit Arzt nur 7 Tage. Das ist Volksmund und irgendwie stimmt es auch. Das bedeutet, dass wir Gott sei Dank so solide gebaut sind und unser System so gut funktioniert, dass wir ganz ungewöhnliche Strapazen auf uns nehmen können und sehr, sehr viele Dinge selber reparieren können. Das Problem ist, was machen denn die Leute, die nicht gesund wird? Naja, entweder macht der Arzt sie gesund, was wir hoffen wollen, aber manche müssen auch chronisch krank werden. Und diese chronisch Erkrankten, die nutzen sehr häufig komplementärmedizinische Verfahren. Und das kann man in verschiedenen Studien sehen, sind etwa 60-80% der chronisch Erkrankten, die das tun. Und wenn Sie jetzt hier eine Umfrage machen würden, dann würden Sie vielleicht finden, dass die Gruppe der über 50-Jährigen in der Regel schon chronische Symptome hat. Das bedeutet, komplementäre Verfahren werden sehr, sehr breit genutzt und meistens, ohne dass der Doktor das weiß, man nimmt halt nochmal ein paar Kräuterpastillen ein oder man macht sonst etwas. Aber das ist nicht ohne Risiko, weil der Arzt es nicht weiß und übrigens der Arzt auch in der Regel von den Kräutern oder von diesen anderen Angeboten nicht so viel versteht. Es ist nämlich nur ein kleiner Teil der Ausbildung, der hier auf solche Verfahren verwendet wird. Das ist natürlich bitter, denn da kommt es natürlich zu Risiken. Insbesondere, wenn die Entgiftungswege die gleichen sind, die für diese Heilpflanzen von Hildegard von Bingen oder für die chinesische Medizin die gleichen sind, wie zum Beispiel bei einer Chemotherapie. Dann kann es tatsächlich dazu kommen, dass eine Kollision dieser Entgiftungswege einsetzt und diese Mittel auch giftig wirken, obwohl sie es ohne einander nicht wären. Das ist eine missliche Situation und vielleicht nehmen Sie das sozusagen einmal auf, dass wir eigentlich ein kleines diagnostisches Defizit haben, in der Medizin, der ambulanten Medizin vor allem, und deshalb diese Nutzung der Komplementärmedizin, zu denen ja auch die chinesische Medizin gehört, dass diese Nutzung gefährlich ist. Und deshalb gibt es bestimmte Kriterien für die Integration von Komplementärmedizin, und dazu zählt auch die chinesische Medizin, ich will die genannt haben, bevor ich ja vielleicht eine übergroße Euphorie, die dann auch nicht gerechtfertigt wäre, erzeuge. Nun, das erste ist, eine neue Medizin, die sich integrieren will in den Kanon des Unterrichts, muss zunächst einmal eine rationale Theoriebildung haben. Das bedeutet, man muss sagen können, warum man etwas tut, und das muss man auch unter Kollegen. Das heißt, zum Beispiel für die chinesische Medizin, es wäre wünschenswert, wenn wir eine einheitliche Fachsprache haben, was wir übrigens nicht haben, weil das Verständnis von chinesischer Medizin sich sehr stark unterscheidet
von einer Schule zur nächsten? Und ist es dann eine wichtige Frage, wie findet man raus, was die beste Schule ist, der man sozusagen diese Nomenklatur abschauen könnte? Wenn wir also zum Beispiel als chinesische Ärzte darüber sprechen, dass jemand ein hepatisches, ein Leberproblem hat, dann ist es überhaupt nicht das gleiche wie in der westlichen Medizin. Weshalb wir das Wort Leber gerne vermeiden, um damit Missverständnissen vorzubeugen. Nun, außer dass man verständlich und nachvollziehbar sagen kann, was man tut, muss man natürlich auch die Wirkung und die Sicherheit nachweisen. Darüber möchte ich heute eigentlich nicht so viel sprechen. Ich habe an dieser Stelle schon gelegentlich einmal fest und dargestellt, wie man diese Erkenntnisse überhaupt sammelt, weil das insbesondere für Verfahren wie die Akupunktur sehr schwer ist. Und dabei habe ich Ihnen bei anderer Gelegenheit eben schon erklären dürfen, dass wir Doppelblindversuche zur Akupunktur entwickelt haben, hier in Heidelberg, und damit auch die wesentlichen Indikationen, die Sie heute von der Krankenkasse bekommen, sozusagen einer Bezahlung näher gebracht wurden. Da gab es verschiedene Ansätze, auch teils konfligierender Gruppen, wie das halt so ist in der Wissenschaft, die ja immer auch ein Wettbewerb von Ideen ist. Nun, der Nachweis der Wirkung und Sicherheit dient natürlich aber auch dazu, festzustellen, wie man die Qualitätskontrolle durchführt, denn wenn Sie die Wirkung nicht nachweisen, können Sie auch die Qualität der Behandlung nicht nachweisen. Wir sind also in einem Feld, wo weniger klar ist, als uns schien. In der westlichen Medizin haben wir wesentlich weniger klare Diagnosen, als wir es eigentlich erhofften. Und in der chinesischen Medizin haben wir noch einen großen Nachholbedarf an Klarheit, an Struktur und an Nachweisen. Entsprechend schlecht sind auch die Qualitätskontrollen. Das dauert nicht, aber wir haben viel dafür getan, wie ich Ihnen später sagen kann. In diesem Feld bewegt sich auch der Patient, und zwar der Patient, der vielleicht nicht zu den Glücklichen gehört, die gleich geheilt werden, sondern der chronische Symptome hat und deshalb jetzt irgendwo in diesem Spannungsfeld steht zwischen westlicher sogenannter Schulmedizin und den Verfahren, die wir dort auf der anderen Seite haben. Und da ist natürlich immer die Frage, wer ist denn jetzt eigentlich der gute Arzt? Was würden Sie denken? Natürlich, er ist der, der hilft. Das ist eine schlichte These, aber sie ist nicht zu widerlegen. Sie haben Symptome, deshalb gehen Sie zum Arzt und diese Symptome soll er möglichst nachhaltig beseitigen und Sie dann wieder entlassen. Das nennt man übrigens die Genesung, die Herstellung des Zustandes vor der Erkrankung. Das ist aber etwas ganz anderes als Heilung. Heilung nennt man einen Zustand, der sich aus der Etymologie von Heil ableitet. Und hier heißt Heil auch rund und gesund und ganz. Das ist also ein anderes Wort, als wir vielleicht manchmal denken. Und deshalb hat es auch andere Konsequenzen, wenn wir den Vortrag Heilung als Weg sehen, weil es hier nicht nur um die Beseitigung von Symptomen gehen kann, wenn wir von Ganzwertung sprechen. Das Zweite, was wir feststellen als Bedarf, ist, dass die von Seiten der Patienten, dass die Patienten gerne wissen möchten, wie eigentlich der Zusammenhang ist zwischen ihrer Innenwelt, ihren Emotionen und dem Symptom. Ich will Ihnen gleich sagen, da muss es gar keinen Zusammenhang geben, aber bei chronisch erkrankten Patienten gibt es den eigentlich fast immer. Es ist eben ein Unterschied, ob sie mit dem Schnupfen zum Doktor rennen oder ob sie mit einer chronischen Darmentzündung kommen. Sie haben dann eine andere Kategorie Patient, nämlich der Nicht-Selbst-Ausheiler, wie Sie jetzt schon wissen. Und deshalb brauchen Sie einen guten Arzt, der etwas feststellt. Und viele dieser Störungen hinterlassen sowohl emotionale Folgen, als auch emotionale Folgen können diese Störungen hervorrufen. Das ist natürlich ein Idealzustand, dass der Arzt diese Zuordnung eines Symptoms zu einer Emotionalität vornehmen kann. Und das ist durchaus nicht selbstverständlich. Hier ist die chinesische Medizin übrigens eine interessante Ergänzung, weil sie eine ganz präzise Lehre von emotionalen Gleichgewichten hat, die übrigens durch neue Forschung, zum Beispiel von Damasio, gestützt wird.
Er nimmt an, dass es in der Tiefe der Seele, in dem, was die Psychoanalytiker mal das S nannten, nun sozusagen seelische Bewegungen gibt, Emotionen, das heißt Ex, E und Motio, die Bewegung, also Herausbewegungen aus einem Mittenzustand, und dass das genau da stattfindet, wo auch die Regulation des Körpers stattfindet, die Regulation der Organe. Das Beste also wäre, wenn der Patient das Gefühl hätte, der weiß nicht nur, was er da gerade beseitigt, sondern er weiß vielleicht auch, wie ich mich dabei fühle und ob das vielleicht daherkommt und ob ich vielleicht etwas verändern muss, etwas lernen darf. Ich würde das durchaus gerne als Chance sehen. Und wenn man das kann, dann hat ja die Erkrankung wieder diesen Sinn, nämlich den Sinn, auf dem Lebensweg etwas Neues zu erwerben für sein Inneres, wenn Sie so wollen, Verhaltensrepertoire, um zu diesem Lebensweg zurückzufinden. Dass es einen solchen Lebensweg gibt, ist übrigens im Daoismus natürlich sowieso klar, aber es ist eigentlich auch im Christentum so, denn wir haben ja die Lehre davon, dass in ihrem Namen der Herrgott im Himmel eine Kerze angezündet hat und dass sozusagen ihr Leben doch da schon reguliert ist, obwohl sie das eigentlich nicht verstehen, weil seine Wege unergründlich sind. Aber es geht viel weiter. In unserer Kultur gibt es auch die Vorstellung, dass die Sterne den Weg der Menschen bestimmen. Und Sie können jetzt an Astronomie oder Astrologie glauben oder nicht. Das ist nicht Thema unserer Erörterung. Aber eins ist doch klar. Die Bibel als Grundlage unserer Kultur geht davon aus. Sie sagt, es ist der Jesus geboren. Und ihr könnt es daran sehen, dass wir schon, das sind die Weisen aus dem Morgenland, wir sind schon vor Wochen aufgebrochen, weil wir wissen, da kommt jetzt unser Stern und da kommt der Jesus. Und das ist eigentlich die Legitimation dafür, dass er so etwas Besonderes ist. Wir können also nicht sagen, nur weil wir in den letzten 50 Jahren daran weniger glaubten, dass das unserer Kultur etwa fremd wäre. Im Gegenteil, die Beziehung zwischen Sternen und ihrer Bewegung und dem Leben und dem Lebensweg ist also in vielen Kulturen gegeben, wenn sie auch sehr unterschiedlich gelebt wird. Es gibt da die Himmelsscheibe von Phairos, es gibt die Himmelsscheibe von Nebra, es gibt alle möglichen astrologischen Befunde, die sozusagen in der Frühzeit die Medizin mit begründet haben. Selbst die alten Griechen haben die kreisförmige Bahn der Planeten beschrieben und das haben auch die Chinesen gemacht. Was das bedeutet, ist, dass dieser eingeborene Lebensweg, der sozusagen von vielen Kulturen vorausgesetzt wird, ist ein Konzept, das Sie nicht unbedingt teilen müssen. Ich mache es Ihnen gar nicht so vor, wofür Sie es nicht tun. Aber dieser innerlich angelegte Weg wie ein Skript wirkt. Und es ist mir eigentlich auch egal, ob es die Sterne waren oder ob wir Daoisten sind oder ob wir glauben, der Herrgott hat es so gefühlt. Die meisten Menschen glauben daran, dass etwas in ihnen ist, was ihren Lebenssinn sehr stark bestimmt. Ohne, dass wir diesen Lebensweg gehen, sozusagen, können wir also nicht zu einem Sinngefühl kommen. Und diese Sinnperspektive ist ein entscheidender Teil der Heilung. Man kann also bei einer Heilung etwas lernen, tief in der Emotionalität, was einem dazu hilft, wieder quasi die Kurve zu kriegen und zu sich selbst oder diesem inneren Lebensskript zurückzuführen. Nun, manchmal geht das nicht. Zum Beispiel, weil wir Rollenkonflikte haben. Ich kann zum Beispiel nicht Opernsänger und zur gleichen Zeit Vater von 6 Kindern mit 22 werden. Das sind solche Rollenkonflikte. Und andere Menschen haben andere Rollenkonflikte. Also, es ist ein Problem, dass wir nicht einfach nach der Lust entscheiden können. Kant, der übrigens dieses Konzept auch verfolgte, sagt, es gäbe in jedem Menschen eine Art innere Neigung. Diese innere Neigung, die wäre die Voraussetzung für Glück. Wenn nämlich diese innere Neigung und die äußeren Pflichten zusammenkommen, dann könnte man Glück empfinden. Man muss es aber nicht. Kant war nicht der Meinung, dass jeder glücklich werden muss. Und er sagte, er glaube an den gestirnten Himmel über sich und das moralische Gesetz in sich. Womit er meint, dass es sozusagen
eine innere Bestimmung gibt und dass wir der folgen nach bestimmten Weltgesetzen. Auch Kant ist unserer Kultur ja nicht fremd und wir können nicht sagen, dass die Lehre eines inneren Lebensweges uns so fremd wäre. Ein guter Arzt könnte also vielleicht diese Rolle der Symptome und der Emotionen erkennen helfen. Erkennen helfen, wie dieser innere Lebensweg geht. Und es wäre gut, wenn er dabei respektvoll wäre und nicht dem anderen einen Lebensweg einredet, den er gar nicht verfolgen sollte. Für dieses Problem gibt es verschiedene Lösungen. Freud hat gesagt, er spricht einfach nicht mehr mit dem Patienten, er legt sie auf die Liege und lässt sie frei sprechen, ohne dass er was sagt. Und auch Freud ist ein fester Bestandteil unserer Kultur. Die Chinesen haben eine andere Lösung dafür gefunden. Die haben, wie viele asiatische Kulturen, die Technik von bestimmten Übungen, die wir heute Abend auch noch einmal kennenlernen können, geprägt. Und diese Übungen führen dazu, dass man einen Moment lang nicht nachdenkt. Das ist auch segensreich. Viele Leute, auch ernsthafte Neurowissenschaftler wie Loriot, glauben, dass der vernünftigen Entwicklung der Menschheit nun keine Grenzen gesetzt sind, da es chirurgisch einfach ist, das Gehirn zu entfernen. Das könnt ihr da nachlesen. Mein Mund glaubt auch, dass die meisten Probleme der Menschheit daher kommen, dass das menschliche Großhirn eine einfache Fehlentwicklung wäre. Er glaubt mir an die Entscheidung mit der Nase. Ich bleibe meiner Meinung noch nicht gebildet. Das bedeutet, der Arzt hat eine umfassende Rolle, die sich der Patient wünscht, die aber selten wirklich geboten wird. Die erfolgreiche Behandlung von Symptomen ist schon etwas, was wir sehr schwer erreichen. Die Erkennung des emotionalen Gleichgewichtes und die Rolle für die Symptome ist auch schwer. Und dass dann noch eine Sinnperspektive rausfliegen soll, das könnte man wirklich für eine Utopie halten. Ja, jetzt ist nur die Frage, gibt es das? Ja, es gibt es doch, weil die chinesische Medizin dafür eine besondere Theorie und Technologie, könnten Sie sagen, hat. Und so können Sie vielleicht versuchen, einen Arzt sich zu suchen, der hier sozusagen die Doppelkenntnis hat. Und da gibt es ja viel. Jetzt ist noch die Frage, wie finde ich denn überhaupt einen Arzt? Naja, das ist ganz schön schwer, denn das eigentliche Problem ist, dass die Patienten dem Arzt eigentlich hilflos ausgeliefert sind. Sie können nämlich als Patient überhaupt nicht wissen, ob der jetzt recht hat oder nicht. Sie können nur sagen, der macht einen guten Eindruck. Oder eben, man macht keinen guten Eindruck. Und bei beiden Thesen könnten Sie gewaltig irren. Gehen Sie mal zu einem unausgeschlafenen Arzt nach dem 36-Stunden-Dienst. Dann kriegen Sie vielleicht einen mürrischeren Ton, als wenn Sie es gerade sonntags morgens um 9:30 vor dem Gottesdienst wären. Also, mit anderen Worten, es ist eine ganz schön schwierige Aufgabe. Deshalb möchte ich Ihnen gleich sagen, glauben Sie nicht an das Internet. Weil im Internet jeder schreiben kann, was er möchte. Die persönliche Empfehlung ist viel besser. Das Internet kann Ihnen natürlich helfen, bestimmte Formalien abzufragen. Auch manchmal den Lebensweg eines Arztes. Und das ist alles in Ordnung. Aber gerade im ambulanten Bereich haben wir die Erfahrung, dass das, was über die Ärzte im Internet steht, überwiegend gar nicht stimmt. Und dafür gibt es auch schon Untersuchungen. Insbesondere wird gewarnt vor dem Portal Yameda, das ist durch die Presse x-mal gegangen, weil sie nicht nur dort die falschen Eintragungen selber produziert haben sollen, es ist ein Ordi, man streitet sich darum, sondern auch die Hilfe dafür gegen Bezahlung anboten, die bösen wieder rauszukriegen. Das soll aber kein auf Yameda beschränktes Phänomen sein und es ist auch bisher nur ein Gerücht. Wir wissen, der Patient ist dem Arzt ausgeliefert. Aber gute Ärzte haben im Allgemeinen mindestens mehr als 5 Bewertungen. Wenn ein Arzt gar keine Bewertung hat im Internet, dann ist da was faul. Weil jeder hat mindestens so ein paar Fans, die dann da was gleich reinschreiben. Deshalb wäre ich da vorsichtig. Und noch vorsichtiger wäre ich, wenn ein Arzt immer nur 1,0 Bewertung hat. Das kommt daher, dass kennt vielleicht das Torwartschießen bei der Sportschau. Der einzige Spieler, glaube ich, der das sofort geschafft hat, beim ersten Mal war Franz Beckenbauer. Alle 6
Bälle in die richtige, in die richtigen Löcher zu kicken. Und das ist ja schon lange her. Und jetzt stellt sich mal vor, der müsste das dreimal nacheinander machen. Das wäre fast unmöglich. Auch wenn Sie ein Einserschüler sind, dass Sie immer ein 1,0 schreiben oder immer ein 1,0 Examen machen, ist auch unmöglich. Deshalb, selbst wenn Sie ein 1,0 Student sind, haben Sie mal 0,9 und mal 1,3. Wenn also einer immer nur 1,0 hat, dann liegt der Verdacht nahe, dass er schwindelt. Mit anderen Worten, übers Internet könnte gehen, könnte auch nicht gehen. Die persönliche Empfehlung ist besser. Aber damit Sie eine Ahnung haben, wie das geht, habe ich Ihnen einen anderen Vorschlag zu machen. Und das, Sie können das selber kontrollieren. Und das machen Sie am besten im Wartezimmer. Gehen Sie in ein Wartezimmer und fragen Sie einmal drei Patienten, die da hocken, nach der ersten Sitzung, die sie beim Arzt hatten. Und dann sollte es schon so sein, dass mindestens zwei von den dreien begeistert berichten, dass ein Symptom relativ schnell verschwunden ist, möglichst schon in der ersten Sitzung deutlich besser war. Was nicht bedeutet, dass die erste Besserung anhält, sondern gerade bei Reflexmethoden, wie etwa bei der Akupunktur oder bestimmten Massagetechniken, da ist es schon erlaubt, dass man dem Nervensystem eine gewisse Zeit einräumt, bis die Bahnung dieser neuen Funktionen auch gefestigt ist im Nervensystem. Das ist eine ganz wunderbare Methode, wenn Sie herausfinden will, ob er das Erste kann, was Sie wollen, nämlich dass er das Symptom wegmacht. Nun, wissen Sie, Therapie aus Ostfriesland mit vier Buchstaben, weg. Das tun die Patienten am liebsten. Die zweite Möglichkeit, die Sie da haben, ist, dass Sie prüfen können, ob er sich was dabei denkt, was Sie haben. Und Sie wissen, im Allgemeinen chronische Symptome haben auch irgendwelche seelischen Zusammenhänge. Wenn er nicht darüber spricht, sprechen Sie ihn doch darauf an. Denn gute Ärzte sind dann ganz unaufgeregt und sagen Ihnen etwas, was Sie dann auch berührt. Berührt es Sie nicht und würden Sie sagen, großer Quatsch, dann im Allgemeinen hat er auch nicht recht. Das heißt, wenn Sie das einmal machen, können Sie ja sehen, ob Sie sich verstanden fühlen. Das ist besser mindestens als nicht, auch wenn es nur ein Gefühl ist. Nun, und dann ist natürlich toll, wenn Sie während der Behandlung vielleicht sogar das intuitive Gefühl haben, auf diesen sogenannten inneren Lebensweg irgendwie was mitgenommen zu haben, zu wachsen, dass sich irgendwie die Türchen innerlich öffnen. Das wäre ganz ideal, aber ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, solche Ärzte zu finden, und eigentlich reden wir hier sogar von dem Entwurf einer neuen Medizin, in der das möglich wäre. Es ist ein Entwurf und sie ist noch nicht überall, aber es beginnt. Nun, die große zweite Patientenfrage ist ja eigentlich, was fehlt mir denn? Naja, und da kann man natürlich zu einem Komplementärmediziner auch gehen, aber wann eigentlich? Nun, immer dann, wenn die normale westliche Medizin das Problem nicht löst oder nicht gut löst oder wenn es Gefahren in der Anwendung gibt und Nebenwirkungen drohen. Das klingt jetzt relativ einfach, aber was gefährlich ist, das bestimmt man auch mit dem Gefühl. Und das bedeutet zum Beispiel, dass die schlechten Wirkungen von Cortison-Nasensprays dramatisch überschätzt werden, während man die Gesundheitsgefährdung durch Rauchen dramatisch unterschätzt. Das heißt also, man sollte vielleicht sich da Rat holen. Beide Medizinformen haben Grenzen, das wissen wir schon, aber zusammen angewendet haben sie weniger Grenzen. Und natürlich ist es wichtig, dass, das könnt ihr vielleicht im Internet schon sehen, ob derjenige, der das macht, eine Qualifikation hat. Nun, mit dem Doppelstudium also kann man es erkennen, aber wir wollen nicht vergessen, es kommt auf die Diagnose an. Das wissen wir schon. Und wenn Sie jetzt in dem Fall der chinesischen Komplementärmedizin einen Behandler suchen oder ein Buch lesen, da kann Ihnen passieren, dass Sie das hier lesen. Yin und Yang und so fünf Elementen und so. Ja. Und dann gibt es dazu eine Asia-Philosophie, die eigentlich aus den 50er Jahren kommt. Diese Form, die Reduktion der chinesischen Medizin auf solche Symbole, kommt aus den 50er bis 70er Jahren. Damals China ein Land am Abgrund, das viel Hunger, keinerlei medizinische Versorgung, Millionen Tote,
Bei uns war gerade der Krieg vorbei. Man hat ihnen also von der WHO aus gesagt, Leute in Afrika, ihr Schwarzen und ihr Gelben, Leute, ihr kriegt von uns nichts. Kauft gar nicht auf. Wir haben nicht genug Weizen, wir haben nicht genug Antibiotika, ist nichts da. Ihr müsst eure autochthonen Behandlungsmethoden stützen, damit ihr überhaupt was habt. In China war es dann so, dass man die Erfahrung aus dem Krieg nutzte. Der Krieg, dieser große Krieg in China, der war ungewöhnlich blutig. Viele, viele Millionen Menschen sind da gestorben, auf den langen Todesmärschen und so weiter. Und vor allem in den nördlichen Provinzen Chinas war es ein großes Desaster. Das hatte damit zu tun, dass es zwar Ärzte, also westlich ausgebildete Ärzte in China gab, auch nicht in so geringer Zahl, wie man annehmen durfte, aber die wollten nicht mit Mao zusammenarbeiten. Und er war in einer solchen Not, dass er sagte, dann müssen wir die traditionellen Ärzte auch dazu nehmen, damit überhaupt irgendwas passiert. Später hat man daraus eine kleine Legende gestrickt. Und also diese Lösung, dass man jetzt mit den alten Ärzten, die teilweise schon verboten waren, 1927 zum Beispiel hat das Shanghaier Parlament beschlossen, dass die chinesische Medizin verboten gehört, hat sich nicht durchhalten lassen aus naheliegenden Gründen. Und 1912 wollten die Ärzte der chinesischen Medizin einen Heilerverband aufmachen, das wurde ihnen auch untersagt. So sehr war die chinesische Medizin heruntergekommen und nun hatte man nichts und dann hat man Akademien gegründet mit großem Elan. Und die hatten alle um das Jahr 2000 ihr 50-jähriges Bestehen. Ich glaube, ich war bei 8 oder 10 solcher Feiern eingeladen. Und Universitäten gegründet, wo man etwas lernen sollte. Es wurden Schriften wieder aufgelegt, die teilweise seit Jahrhunderten nicht mehr gedruckt wurden. Aber es wurde auch etwas getan, damit sofort eine Kleckerlishilfe in diese notleidende Bevölkerung kam. Man hat eine ganz einfache Form von Anwendung gebaut, die man in 3 und 4 Monaten lernen kann und die beruht auf diesem Symbol, das Sie hier sehen. Wenn Sie jemanden haben, der sagt, chinesische Medizin, das beruht hierauf, dann irrt er. Es ist auch ein Teil der chinesischen Medizin, aber steht auch wieder in der Bibel, man soll nicht von einem Sandkorn auf die Wüste schließen. Es ist eben nur ein Fraktal und damit ist es die Bedeutung deutlich überbetont. Wir haben nun über 25 Jahre versucht herauszufinden, was chinesisch Medizin ist und wir sind darauf gekommen, dass man diese Diagnose auch erklären kann, die chinesische Diagnose. Und zwar im Wesentlichen als ein vegetativer Krankheits- oder Gesundheitsstatus. Vegetativ, das heißt, dass Mechanismen im Körper automatisch ablaufen, vor allem im vegetativen Nervensystem und dass diese Mechanismen auch erklärbar sind, ihre Anordnung, ihre die Kategorisierung, wie die Symptome geordnet werden, das ist alles gut erklärbar. Und ich habe darüber einiges geschrieben, was ich Ihnen heute gerne verheimlichen möchte. Ich würde gerne eigentlich nur diese eine dieser Kurven hier nehmen. Sie sehen, so eine Art Sinuskurve. Und jetzt ist durch den Projektor hier unten die letzte Zeile rausgeflogen. Ich hoffe, das geht bei den anderen Folien dann. Da kann man sehen, wie sozusagen verschiedene mathematische Funktionen hier eingesetzt sind, die die Regulation des Körpers beschreiben können. Wenn die alle ineinander wirken, weil es ja mehr sind als 3, dann kommt es zu etwas, was man mathematisch nur sehr schwer beschreiben kann. Es kommt zu nonlinearer Mathematik. Und eigentlich bräuchte man die auch, um den Körper zu beschreiben. Das ist etwas, was uns westlich schwer gelingt, wie man an den Messwerten sieht. Wir brauchen also ein sehr ausgeklügeltes Modell und wir wissen heute, dass die Alten das hatten. Und ich will Ihnen das ein bisschen zeigen, wie das geht. Wenn Sie dann eine solche Funktionsdiagnose haben, dann können Sie verschiedene Therapien anwenden und heute Abend werden wir die Akupunktur erwähnen, chinesische Arzneitherapie erwähnen, aber wir werden heute Abend auch versuchen, einmal eine Qigong-Therapie von 1 Minute mit Ihnen heute hier zu machen. Gucken Sie mal, ob Ihnen das gefällt. Ich mache das jeden Tag, mein Hund auch, mein Hund ist viel ruhiger geworden. Also interessanterweise macht man also etwas, was ganz logisch ist und gar nicht mystisch.
Und der Erste, der das wirklich herausgefunden hat, das war Leibniz. Leibniz, der zwei Kurzhaardackel hatte, war ja ein Mathe-Genie. Er war 12 Jahre alt und hatte fertig studiert. Wusste alles, was man zu der Zeit wusste, in Erfurt an der Uni. Und dann sagte er, es würde gerne seinen Doktor machen. Das hat man ihm verwehrt. Er hat gesagt, du bist viel zu jung, weil du so 16 bist. Und das, wenn Sie einen guten Studenten verlieren wollen, sagen Sie das. Nun, Leibniz war ja ein Mathe-Genie und man zeigte ihm natürlich irgendwann einmal das neue Buch, das man aus China hatte. Sie müssen aber wissen, wenn Sie 12, 13, 14 sind und sind, was wir heute einen PhD-Studenten nennen würden, dann haben Sie ein paar Autoritätsprobleme, weil die Studenten, die Sie als Tutor betreuen, die sind dann ja 20, 22, 24 und die machen ja nicht, was sie wollen. Also musste man sich profilieren. Das heißt, dass Leibniz so ein bisschen so ein Klugsch gewesen wäre und er hat dann, man hat ihm dann aus Rache bei einem studentischen Wetttrinken, man hatte damals ähnliche Gebräuche wie heute, hat man ihm ein Buch vorgelegt, das heißt I Ching. Und das ist übrigens das älteste Buch der Menschheit. Und in diesem Buch kommen so Linien vor, die Sie gleich kennenlernen werden, die heißen Yang und Yin. Und vielleicht kennen Sie aus der Brigitte die Annahme, dass Yang Männer sind und Yin Frauen, aber ich kann Ihnen sagen, da steckt mehr dahinter. Ich will es Ihnen mal zeigen, er hat also gesagt, Yang und Yin, die sind wie 0 und 1 und sind eigentlich Zahlen. Und er hat also aus dem Stand heraus erkannt, dass das I Ching aufgrund eines mathematischen Modells entstanden ist. Eine ganz fantastische Entdeckung. Dazu muss man wirklich ein Leibniz sein. Ich habe das I Ching jetzt seit 25 Jahren versucht zu verstehen, aber die Zahlenkombinationen sind für mich immer noch ein großes Hindernis. Deshalb habe ich nichts darüber geschrieben, weil ich dachte, ich muss erstmal gucken, dass ich das System verstehe. Nun, Leibniz hat das offensichtlich getan. Und er hat hier in einer Ausgabe seiner Theodizee unter dem Titel Einige Beilagen das ein bisschen aufgeführt. Und da schreibt er drin dann so nett, will es Ihnen doch wunderlich bedünken, dass sich die Chineser, das klügste Volk der Welt, dünkten, handelt sich doch bei ihrem berühmten Weisheitsbuch um ein einfaches Zahlenspiel. Und so einfach, wie gesagt, ist es nicht. Wenn wir hier mal schauen, dass hinter diese Balken, die man im I Ching sieht, die können weiß und schwarz sein oder durchgestrichen, wie hier vorne durchgezogen oder unterbrochen. Und die kann man jetzt zu Zahlen zusammenzählen. 1 und 0 oder wenn Sie hier diese vier Zahlen haben, aus zwei dieser Linien ein sogenanntes Bigramm bilden, Monogramm, Bigramm, Trigramm, dann können Sie die Zahlen 1 bis 4 bilden. Wenn Sie wieder 1 draufnehmen, können Sie 1 bis 8 bilden. Und jetzt könnten wir das immer weitermachen. Sie können auch ein Quadrupologramm, ein Pentagramm, ein Hexagramm machen. Hexagramme sind relativ häufig, sodass Sie zwei Trigramme kombinieren. Und dann wird es eigentlich dünn, weil dann wird das unübersichtlich. Und deshalb spielt es in der Medizin nicht so eine große Rolle. Aber was die machen, das ist, dass sie eigentlich den Biorhythmus wie einen Kreislauf verstehen. Den Biorhythmus, der überall auf der Welt von Licht und Schatten, also von Yang und Yin, auch mit beeinflusst wird. Und da können Sie zum Beispiel morgens aufstehen und munter werden und dann zu voller Wachheit erblühen und nachts schlafen Sie wieder. Und das hätte dann zur Folge, dass Sie eben einen Zustand haben, der am Tag ist, und einen Spitzenzustand und einen vollkommenen, relaxierten im Tiefschlaf, in der tiefen Nacht. Und so ordnet man jetzt den Tageszeiten Funktionen zu. Also wenn Sie schlafen, dann sind Sie eben ganz im Yin, also in dieser Nacht. Und wenn Sie morgens aufwachen, dann strecken Sie sich ein bisschen, vielleicht hauen Sie den Wecker noch einen drauf, weil Sie ungehalten sind. Und später sind Sie in einem ganz strahlenden Zustand und machen, was Sie machen müssen. Und so kann man eine Art Biorhythmus des Vegetativums zeigen, also der Mechanismen, die wir in der Westmedizin kennen, als die Mechanismen, die einen eigentlich wach machen oder schlafen legen, die dann anschalten und ausschalten. Und das ist eine interessante Sache, wie die das machen, nämlich dieser Rhythmus ist nicht zufällig. Und das will ich Ihnen gerne ein bisschen zeigen, weil der Rhythmus darauf beruht, dass die Regulation eines Menschen, die in ihm drin ist, abgestimmt ist auf diese
auf den Biorhythmus, also auf Tag und Nacht. Und wir wissen, dass dieser Rhythmus im Normalfall etwa 25 Stunden lang ist, während der Tag 24 Stunden lang ist. Woher wissen wir das? Es gab Versuche in der Schweiz, man hat ja die Schweiz ausgehöhlt für den berühmten Schweizer Käse, und da sind ja lauter Tunnels und Bunker drin, die sozusagen im Ernstfall der gesamten Schweizer Bevölkerung vor dem Atomkrieg eine Sicherheit geben sollten. Und da hat man nicht gewusst, na, wie hält man das denn aus? Und hat Studenten da reingeschickt und hat gesagt, ihr bleibt da jetzt mal 2 Monate drin. Und dann hat man festgestellt, dass die sich allmählich auf einen Tagesrhythmus von 25 Stunden einpegeln. Und einfach das Sonnenlicht, dass man das Sonnenlicht braucht, um sozusagen den natürlichen Rhythmus etwas zu beschleunigen. Deshalb ist man morgens auch immer noch ein bisschen müde, wenn man aufwacht, weil wir eigentlich noch eine halbe Stunde länger schlafen müssen. Ein Phänomen, das Sie sicher kennen. Nun, wie kommt es jetzt zu dieser Koinzidenz, dem Gleichschalten von Biorhythmus und Regulation? Das müssen wir uns ja ein bisschen klar machen. An dem Beispiel eines Wasserbeckens könnte ein Inkubator in einem Labor sein oder ein Aquarium oder Ihr Wohnzimmer, also ein beheiztes Etwas. Da gibt es einen Heizer, da gibt es einen Thermostaten wie in Ihrem Wohnzimmer. Und wie Sie wissen, ist es in Ihrem Wohnzimmer entweder zu heiß oder zu kalt. Und das ist auch wirklich so, denn die Regulation macht aus, dass wir sozusagen immer ein zu heiß und ein zu kalt haben, anstelle des eigentlichen gleichbleibenden Wertes, den wir erwarten und einstellen. Das ist ein Wunder und das möchte ich Ihnen gerne zeigen. Wenn Sie also am Morgen, hier wäre zum Beispiel 37 Grad, das Wasserbad einschalten, dann sagt der Thermostat, anschalten, Heizer mach mal, der Heizer geht jetzt los und hier an dieser Stelle der Solltemperatur, die wir jetzt willkürlich mit 37 Grad benannt haben, da schaltet der Thermostat den Strom ab. Jetzt passiert was Interessantes. Sie kennen das vielleicht von der Küche, wenn Sie den Herd abschalten, wenn Sie Spaghetti gekocht haben. Sie können den Herd ausschalten, nehmen die Spaghetti runter und es ist immer noch etwas Wärme in der Platte, und zwar so viel, dass wir ungefähr eine Tasse Babymilch noch kochen können. Das nennt man Nachwärme. Das ist aber auch in den Heizer drin. Und deshalb gibt es da ein gewisses Maximum. Das heißt, über den Sollwert heraus geht die Temperatur, und wenn Sie jetzt unter diesen Sollwert gehen, dann würde hier sozusagen der Thermostat wieder einschalten. Man hat also zunächst mal die Nachwärme, die einen Gipfel erzeugt. Wenn Sie jetzt unter diese Temperatur gehen, dann sagt der Thermostat wieder, komm, Strom, go, und dann wird wieder geheizt. Aber Sie kennen es auch aus der Küche, wenn Sie den Herd anschalten, ist er noch nicht heiß. Es gibt also eine Latenz und deshalb haben Sie auch eine kleine Bewegung nach unten, ein Minimum. Sie haben immer so ein High und ein Low, ein High und ein Low, das geht jetzt immer hoch und runter. Und das ist überall so in der Technik, dass wir also große Schwierigkeiten haben, einen Sollwert wirklich zu erreichen. Beim Aquarium ist es ganz simpel und beim Menschen ist es eigentlich auch so simpel, denn dieser Sollwert hier, der ist vorgegeben für bestimmte Funktionen leicht messbar und für bestimmte Funktionen schwer. Und jetzt ahnen Sie schon, aha, man könnte sozusagen darunter leiden, dass man etwas hat, was in einem Punkt nicht messbar ist, was man also zum Beispiel bei der Blutabnahme nicht erkennen kann. Denn wenn Sie mal gucken, wenn Sie zum Beispiel einen Wert hier vorne haben, dann ist ja der gleiche wie da. Also Sie könnten zum Beispiel nachts zu einem Kind gerufen werden als Arzt und sagen wir mal, der hätte 38,2 Temperatur. Und jetzt wissen Sie nicht, ist das diese 38,2 oder ist das D, dieses doch. Das heißt, Sie haben beide Male den gleichen Wert mit einer vollkommen unterschiedlichen Bedeutung. Es kann also einmal sein, dass der nachts auffiebert und andererseits sein, dass der nachts abfiebert. Die Mütter fühlen das intuitiv und die Kinderärzte auch und machen sich nicht viel Gedanken drüber. Aber eigentlich ist chinesische Medizin nichts weiter, als zu gucken, welche zusätzlichen Symptome hat er denn, die mir jetzt sagen, ob die Kurve nach oben oder nach unten geht. Und diese Symptome sind systematisch nach der Form dieser Kurve geordnet. Und deshalb können Sie biologische Prozesse beurteilen, die der nur 38,2 Grad misst, nicht beurteilen kann. Besonders unangenehm ist es bei 37,5. Jetzt wissen Sie ja nicht, ob er krank ist oder nicht. Mit anderen Worten, die Tatsache, dass jemand bei Ihnen einen normalen Wert bestimmt, heißt nicht, dass Sie gesund sind.
Und selbst wenn sie einen Krankenwert haben, bedeutet das nicht, dass sie eigentlich nicht schon fast gesund sind. Was die Interpretation eines Sollwertes, in diesem Fall eines Kohortenwertes, erschwert. Sie können sagen, naja, da mache ich eben 20 Werte, stimmt. Genau das macht die Medizin. Aber eigentlich müsste sie einen zeitlichen Verlauf herstellen, dass es unter ambulanten Verhältnissen eigentlich so nicht geht. Nicht gängig, das kann man nicht tun. Wenn Sie nun diese Kurve hier sehen, dann nennt man die ja Sinuskurve, Sie kennen die vielleicht aus der Schule. Und ich will kurz sagen, für die, die Gesamtschüler waren, wie das jetzt geht. Also Sie haben hier zum Beispiel so eine Drehbewegung und sehen diese Drehbewegung von dort. Diese Kurve hier nennt man Kreisfunktion. Diese Kurve also, der Kreis, kann sich auch so abbilden. Wie geht es? Die Kreisbewegung wird von hier vorne betrachtet ein Auf und Ab. Und wenn wir jetzt weiterlaufen, wenn der Drehleiermann zum Beispiel zum nächsten Haus geht, dann hat er eine Sinuskurve gemacht. Und das bedeutet, dass diese Kurve, das da oben ist, das Zeichen da ist. Dass Sie also mit den Zahlen 1, 2, 3, 4 bezeichnet haben. Ich kann also diese Werte übertragen und das wird dann später, nämlich im dritten vorchristlichen Jahrhundert, immer weiter verändert, sodass Sie nicht mehr Yin, Yang, 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 Yin, Yin, Yin sagen, sondern dass Sie dann ein Zeichen haben mit einer Menge Bedeutung in diesem Zeichen, die heißt dann Holz, Feuer, Metall, Wasser und die Erde, die Achse ist in der Mitte. Das bedeutet, diese Begriffe, die uns wie ein bisschen mystische Philosophie anmuten, sind gar nicht so mystisch, sondern sie sind eine Technologiesprache, die uns einfach sagt, wann ein bestimmter Vorgang, den wir als kreisförmig annehmen und der deshalb auch als reguliert zu denken ist, wo der gerade steckt. Naja, natürlich können Sie das auch als Symbol fassen, die Achse können Sie jetzt durch diese beiden Punkte hier kennzeichnen. Erinnern Sie sich, die Hand wurde runtergezogen durch die Achse. Hier wird sie also durch eine Richtungsänderung von oben nach unten, wird die Achse sichtbar. Und wenn Sie hier unten sind, zieht die Achse die Hand auch wieder hoch. Also ist es diese Richtungsänderung, die die Achse bewirkt. Weshalb man ihr diese beiden Punkte zuordnet. Also die Achse ist der Sollwert. Der Sollwert bestimmt, dass überhaupt reguliert wird. Wenn Sie das nun umschreiben, können Sie auch noch sagen, oh, ich habe ein Zeichen, wo Kreis, Sinuskurve und Sollwert untrennbar miteinander verbunden sind. Und dieses Zeichen ist sehr, sehr alt. Genau, weiß man es gar nicht. Im 7. Jahrhundert soll es die Hochkonjunktur gehabt haben, aber es ist wohl schon einige Jahrhunderte vor der Zeitenwende existent gewesen. Mit anderen Worten, dieses Symbol, das eigentlich jeder kennt, zeigt, dass hier nicht Mystik, sondern wirklich ein einfaches technisches Beispiel einer Regulation genannt ist. Wenn ich Ihnen jetzt sozusagen hier anzeichne, dass wir auch eine Tag-Nacht-Kurve haben, hier wäre man sozusagen am Schlafen, hier wäre man ganz fit, dann ist jetzt die zeitliche Abstimmung eben so, dass wir möglichst die wachen Phasen am Tag haben. Nämlich, dass die Regulation und der Biorhythmus übereinstimmt. In möglichst optimierter Weise. Jetzt könnten wir alle Zeichen, alle Mechanismen eintragen, die uns anknipsen und alle Mechanismen eintragen, die uns ausknipsen sozusagen. Und dann hätten wir ein ganzes Konzert von Mechanismen. So viele, dass der einzelne Mechanismus in dieser großen Menge kaum noch eine Rolle spielt. Wir konnten 132 dieser Mechanismen den Wandlungsphasen zuordnen und das kriegen Sie natürlich kaum gemessen. Das heißt, es gibt Funktionsstörungen, die man nicht oder nur sehr schwer messen kann, die man aber sehr wohl fühlen kann. Die Chinesen hatten das natürlich nicht, die haben gesagt, wenn einer so aussieht, so aussieht, so aussieht oder so aussieht, dann zeigt es an, dass er gerade da, da, da oder da ist. Also zum Beispiel hier vorne wäre der Punkt, ich bin im Yang und hier bin ich im Yin, dann wäre ich hier im Yang, aber noch unten. Oder hier bin ich im Yang, aber noch oben. Hier ist also das Yang im Yin und hier ist das Yang im Yang. Und jetzt merken Sie schon, beginnt eine Litanei von Sprachverwirrung, die nicht einfach auszuhalten ist.
Das ist vielleicht auch der Grund, warum man sie dann irgendwann umbenannt hat. Das Interessante ist, dass natürlich alle diese vier Funktionsträger hier zum Beispiel Rückenschmerzen haben könnte. Aber diese Rückenschmerzen sind jetzt ganz unterschiedlich. Wenn Sie zum Beispiel diesen hier sehen, der kommt vielleicht als Patient irgendwo zu und sagt, ich habe einen Termin um 12, schon 5 nach, das ist schon Scheißladen. Dann wäre der so ähnlich wie der da oben. Und der würde natürlich etwas kriegen, was so ähnlich aussieht wie Hexenschuss. Wenn so einer schon so ist, wie mein Boxer, wenn der den sozialistischen Terrier am Nachbarzaun sieht, er mag keine sozialistischen Terrier, dann fängt er an, körpersprachlich jetzt schon mal die Beine auseinanderzustellen. Zu machen. Das heißt, in dieser Fletschbewegung, die er dann macht, ist eine unwillkürliche körpersprachliche Äußerung und man kann sagen, das ist eine vegetative Äußerung. Auch die mimischen Muskeln sind vegetativ. Das bedeutet, es sind Automatismen, die man hat. Da denkt der Boxer nicht drüber nach. Und sie auch nicht, wenn das Telefon schon wieder klingelt. Und deshalb kann es sein, dass er da hinten, wo die Wedelmuskeln sind und wo mein Boxer dann immer seinen Schwanz versteift, dass er dann dass er da Schmerzen hat. Oder diese Dame hier, die vielleicht etwas exaltiert ist und noch einen Brief reinschreibt. Ein kleines Memo an dich und an jene. Und sie vielleicht eher in der Brustwirbelsäule agiert und vielleicht auch was an der Schulter hat. Oder dass diese Dame hier, die so durch den Garten geht, vielleicht etwas sensitiver ist. Ne? Und wenn die jetzt Rückenschmerzen hat, dann ist es, weil sie eine hypermobile Wirbelsäule hat. So dass sie die einrenken können bis zum langen Nimmerleinstag und sie haben nie ein ordentliches Ergebnis. Das bedeutet, die haben verschiedene Arten von Symptomen. Sie sind also von anderen Reaktionen hier geprägt. Und jetzt würden Sie sagen, na Gott, wenn ich vier Arten von Rückenschmerz habe, warum soll ich denn eigentlich die gleiche Therapie machen? Macht ja gar keinen Sinn. Die Chinesmedizin nimmt nun Reflexpunkte, die dieses unwillkürliche Nervensystem steuern, und können jetzt diese verschiedenen vegetativen Schaltmuster behandeln. Und wenn man diese Diagnose einbezieht in die Therapie, dann klappt das relativ gut. Würde man aber zum Beispiel ein fixes Punkteschema nehmen und sagen wir mal diese Punkte für diese Frau hier anwenden, hätte man wenig Wirkung. Statistisch würde es bedeuten, nehmen Sie mal an, Sie hätten 100% Wirkung, dass Sie jetzt nur noch in 25% der Fälle die Wirkung hätten und das ist ungefähr so viel wie Placebo. Eines der vielen methodologischen kleinen Problemchen, die man dabei hätte. Nun, aber Sie sehen vielleicht auch, dass diese Menschentypen sich auch innerlich unterscheiden. Und wir sagten schon, Damasio hat gefunden, dass die Organsteuerung und die emotionale Regulation in ungefähr den gleichen Arealen stattfindet. Wir haben also auch bei diesen vier Energiestatus-Patienten auch vier Selbstkonzepte oder innere Naturen oder innere Bewegungen, diese Emotion ist. Und das ist kein Wunder. Denn was das Vegetativum ist, also ein Teil des S, das von Freud, ja, das so eine Black Box, die von innen die Gefühle macht, hätte er das Wort Black Box schon verwenden können, das gab es damals noch nicht, er hätte das vielleicht getan. Stattdessen hat er gesagt, das S, ne? Keiner weiß genau, was es ist, er wusste es ja auch nicht. Deshalb hat er Black Box sagen wollen, konnte es aber nicht. Also, man hat ja also eine Art von Steuerung und die kann man mit Reflexpunkten gegensteuern. Wenn Sie so wollen, ist das nicht eine Diagnose, die dafür, wie der Wirbel aussieht oder der Wirbel aussieht oder diese Wirbel aussehen oder der Osteoporotiker dahinter, sondern es ist eine Diagnose, die damit zu tun hat, wie die Wirbel angesteuert werden. Mit anderen Worten, der westliche Orthopäde sieht ein bisschen die Hardware an. Wie sind die Wirbel eigentlich geformt? Der chinesische Arzt macht eine Softwarereparatur und sagt, da gehe ich mal ins Nervensystem und verändere die Steuerung. Und ganz ehrlich, würden Sie einen Computer neuen Teilen bestücken, weil er mal nicht geht? Nein, Sie würden erstmal den Stecker rausziehen und gucken, ob die Software sich reguliert. Und deshalb sind bei vielen Alltagsbeschwerden diese Therapien auch sehr sinnvoll, wenn man sie richtig macht und jetzt weiß, wie die Diagnose ist. Erneut, die Diagnose so wichtig. Aber
Sie haben schon gesehen, das sind ja die gleichen Bilder, die etwas zu tun haben mit dem Rückenschmerz. Und wenn wir die beiden Bilder zusammenlegen, dann entsprechen ja die vier Selbstkonzepte, Persönlichkeitstypen, Reaktionstypen, inneren Stimmungen, die wir im ersten Bild gesehen haben, ja auch diesen hier. Das heißt, es gibt etwas ganz Großartiges. An dieser Stelle im vegetativen Nervensystem werden sowohl die Körperfunktionen wie die Gefühle gemacht. Und deshalb gibt es das Gesetz von der Untrennbarkeit von Emotionen und Körperfunktionen. Sie kann dann noch moduliert werden durch unseren Willen. Wir können dann durchaus nochmal die Hand nehmen oder eine bewusste Übung machen oder so etwas. Aber eigentlich sind die Bewegungen der Wirbel, und das wussten schon die Anatomen von 1910, sind sehr stark von unwillkürlichen Mechanismen getrieben. Das ist auch der Grund, warum sie da, wo die hinteren Äste der Nerven rausgehen, über den Rücken, wo sie diese Rückenmuskeln haben, die man Autochthon nennt, dass sie da eben Gefühle haben, wie dass ein Schauer ihnen über den Rücken läuft, dass sich hier die Haare sträuben, weil diese Nerven eigentlich etwas mehr vom unwillkürlichen Nervensystem abhängt. Ja, und das ist eine tolle Sache. Die Chinesmedizin könnte jetzt diese Formen von Schmerzen einer Emotionalität zuordnen. Und dies kann sie natürlich machen, indem sie, wie wir schon gesehen haben, diesen Kreis in vier Teile, also mit Bigrammen aufteilen. Sie können auch in acht Teile teilen. Und dann haben wir eben acht solcher Funktionsbilder. Übrigens, dies hier, was ich gezeigt habe, da hat sich vielleicht der Chinese von vor 3000 Jahren mal gedacht, warum ist denn der so überladen mit funktionellen Kräften? Übrigens, das Wort Energie gibt es da gar nicht in der chinesischen Medizin. Das wurde erst rein interpretiert, rein übersetzt, 1932 von Soulier de Morin. Aber eigentlich, was Sie da sehen, ist ja, dass dieser Teil des Körpers irgendwie größer zu sein scheint. Also haben sich die Alten gedacht, das ist ein Zeichen, eine Zeichengruppe, wo auch die Muskeln sich anspannen, wo das Auge so rausquillt, wie bei Martin Friedman. Und dann gucken Sie rein. Und das hat irgendwie was zu tun mit der Insel des Leibes, die Sie hier fühlen. Wir verwenden den Begriff Leibinsel, um zu sagen, da wird etwas sensorisch wahrgenommen. Die Neurologen würden sagen, im Körperschema ist da etwas. Ne? Und dieses Körperschema, das können Sie da sehr gut, wird da sehr gut integriert. Das heißt, Zeichen, die auch auftauchen, wenn es hier ein bisschen zwicken könnte oder gedehnter wäre. Aber dazu Leber zu sagen, das käme keinem westlichen Arzt über die Lippen. Und so heißt das eben das Lebermuster oder der Funktionskreis Leber oder noch besser, wenn es ganz gut sprachlich getrennt ist, der Orbis, der Kreis von Zeichen, Hepaticus, der Kreis von Zeichen, der nach der Leber benannt wird, aber mit der Leber nicht so viel zu tun hat, wie manche oberflächliche Adepten und so was meinen. Dann hätten wir hier so ein, dass wir ein bisschen, sagen wir mal, die Sisi von Österreich, ja, häufig mal Flossen zeigt und sehr emotional ist und diese leuchtenden Augen hat und immer von Armen spricht. Kennen Sie vielleicht diese Filme? Schicksalsjahre einer Kaiserin, ne? Können nur Frauen aushalten, glaube ich. Ich kenne ganz ernstzunehmende Damen, die das auch einmal pro Jahr gucken müssen. Verstehe ich nicht, aber bitte, man sollte auch nicht alles verstehen wollen. Ja, das heißt, das wird dann Herztyp genannt, weil diese Gegend dann etwas aktiver ist. Ne? Und wenn sie so sind, die Lunge zu klein, Typ, ne, Zeichen, die auch auftreten, wenn die Lunge zu klein aussieht. Das ist nun wirklich nicht die Lunge. Dennoch ist irgendwie auch ein Symptom in dieser Leibesgegend möglich. Nun, im Grunde ist es so, dass sie jetzt mal vergleichen könnten, was kann denn die westliche, was kann denn die östliche Medizin? Ist überhaupt vergleichbar. Nehmen Sie zum Beispiel an, der Mann, der mit diesem Hammer da schwingt, der hätte Hypertonie. Das wäre zum Beispiel ganz typisch. Denn der hat ja eine Art Stressmuster. Und wenn das wäre, würden wir zum Beispiel Beta-Blocker geben. Wir würden also auch das vegetative Nervensystem behandeln. Wir würden, das ist so etwas, was durchaus sein könnte. Wenn Sie da sehen, da passen sympathische Fasern, Cortisol, also kommt alles Mögliche da rein.
wir haben häufig in dem Krankheitsbild der Westkrankheit der Hypertonie solche Funktionsbilder, das ist auch gut beschrieben, wenn man sie behandelt, geht die Hypertonie auch ein bisschen zurück. Da ist übrigens die westliche Medizin besser als die chinesische bei der Blutdrucksenkung, aber chinesisch geht es auch. Und da würden wir Beta-Blocker gehen, aber warum sollten wir denn nicht auch ein paar Reflexe nutzen? Schließlich können Beta-Blocker im Einzelfall auch mal Depressionen hervorrufen. Das heißt, je nachdem, was für den individuellen Patienten jetzt richtiger ist, hätten wir eine Alternative, die aber nicht unlogisch ist. Zweitens, wir könnten zum Beispiel hier mal gucken, das ist zum Beispiel ADS oder ADHS, das sind auch Kinder, die immer so unterwegs sind, die an zu viele Dinge zur gleichen Zeit denken. Vielleicht sollte man es gar nicht Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom nennen, sondern zu viel Aufmerksamkeit für alles nämlich auf der Welt. Die haben eher das Problem, dass sie nicht auf dem Punkt bleiben können. Da könnten wir zum Beispiel Stoffe geben, wie Ritalin, also im Grunde ein Amphetamin, wir könnten aber auch eine Pflanze geben und Punkte dagegen machen oder Übungen. Und das wirkt, das ist nachgewiesen, insbesondere in der Akupunktur, doppelt verblindet, und das ist sozusagen neu, dass das, so noch nicht, aber jetzt für einige der Indikationen ist schon neu. Und für bestimmte seelische Vorgänge, zum Beispiel für die Erschöpfung, die seelische Erschöpfung, die man dann Herzmusterleere nennt, das gefällt mir nicht, also Depletio Cardialis, das wäre dann auch möglich, hier zum Beispiel Kräuter zu geben, die das dann stützen. Man könnte also auch Depressionen diesen Weg behandeln, und das ist schon gezeigt worden, dass es ganz gut geht, wenn es sich nicht um endogene Depressionen handelt. Also leichter Form. Sie könnten zum Beispiel Asthma behandeln, und da könnten Sie ein Asthma-Spray nutzen, und das ist auch ein Spray, der aufs vegetative Nervensystem wirkt. Es ist eigentlich von daher gar nicht so schlecht, die Sachen zu kombinieren, als sie ja eigentlich auf den gleichen Mechanismen beruhen. Nur für einige Patienten sind diese Asthma-Sprays zum Beispiel mit Kratzen im Hals, mit Heiserkeit verbunden, oder sie reichen einfach nicht aus. Dann könnte ich ihre Wirkung unterstützen. Und auch das kann man zeigen und nachmessen, dass es möglich ist. Ich hatte Ihnen bei vorherigen Veranstaltungen schon solche Bilder gezeigt von den Doppelblindversuchen, wie man das misst, wie das im funktionalen NMR sichtbar ist, was da im Knie passiert. Das ist alles möglich, und ich glaube, dass wir da einer guten Zukunft entgegengehen, zu begründen, warum wir das kombinieren und warum das kein Problem ist. Gerade auch zum Beispiel die Kniegelenksarthrose, die jetzt hier zum Beispiel zu diesem Patienten eher dazugehören würde, die also quasi auch eine Folge vegetativer Innervationsstörungen zu sein scheint, also nicht die Arthrose selber, sondern die Schmerzen, die ist erstaunlicherweise auch so etwas Vegetatives. Die Schmerzen werden nach der Übersetzung dieser chinesischen Medizintheorie dadurch überwiegend hervorgerufen, dass die Weichteile, die Sehnen und so weiter steif sind. Das kommt durch einen Mangel an Mikrozirkulation zustande, den man Albor oder Kältemuster nennt. Man kann dann nachweisen, wenn man die Punkte nimmt, die das beseitigen und nicht etwa andere, dann ist das Knie wieder beweglicher. Wenn Sie nicht nach der chinesischen Diagnose arbeiten, ist es nur halb so gut, die Wirkung. Wenn Sie nach der chinesischen Diagnose arbeiten, haben Sie die bessere Wirkung, also doppelt so viel. Das heißt, diese Diagnose zu verstehen, macht viel Sinn. Und ich habe Sie eben ja gleich am Anfang gezeigt, dass wir hier nur einen Teil dieser Diagnose zeichnen, und zwar einen kleinen Teil. Man kann also Arthrose-Schmerzen ganz gut mit Akupunktur behandeln. Und warum sollten wir denn nur Voltaren haben, wenn wir Voltaren und Nadeln haben können? Denn schließlich haben wir zwar keinerlei Einwendung gegen die Wirkung solcher Medikamente, aber manchmal gegen die Nebenwirkung. Ich denke bei diesem letztgenannten Präparat daran, dass die Hälfte der Patienten unter Magenschmerzen leidet und auch eine Hälfte, muss nicht die gleiche sein, unter Kopfschmerzen. Das sind so die nackten Zahlen, die von der Pharmaindustrie selbst geliefert werden. Also keine Fantasien irgendwie, die sich Naturheilkundler ausdenken. Nun, es gibt eine Reihe von interessanten Untersuchungen, die jetzt schon doppelverblindet durchgeführt worden sind. Die Kniearthrose konnten dann gezeigt werden, Rückenschmerzen. Die Gangqualität älterer Menschen kann man mit so einer Gate-Light-Matte messen. Da laufen sie über so eine Nagelmatte und so ähnlich wie die Füße im Sand Abdrücke machen, kann diese Matte das messen mit elektronischen Mitteln, kann man die Gangqualität messen.
Und wenn man die nur ein einziges Mal nadelt, sind sie gleich besser. Hält nicht für immer an, kann aber wiederholt werden und allmählich lernen dann die Leute, das selber durchzuführen. Und auch die Gangqualität bei Multiple Sklerose konnte im Sinne eines Sekundenphänomens verbessert werden. Hier haben wir übrigens ganz interessante Ergebnisse, die auch zeigen, dass die antientzündlichen Wirkungen von den Kräutern da eine wichtige Rolle spielen könnten. Eine andere Gruppe hat sich übrigens um Schulterschmerz gekümmert von unserem Freund Sven Schröder aus Hamburg. Das heißt, wir haben auf das Symptom betrachtet, bezogen, jetzt eine Verbindung, die möglich ist. Wir können die eine oder die andere Methode nehmen und können sie verbinden und können eben damit Nützliches tun, was nicht bedeutet, dass die chinesische Medizin besser ist als die westliche, aber vielleicht ist es zusammen doch besser. Wir können natürlich auch uns mehr um diese emotionalen Zuordnungen kümmern und ich bin sicher, das ist auch etwas, wo Sie sagen könnten, oh, unbewohnter Gedanke, ja, dass sozusagen mit einem Rückenschmerz sofort so eine Emotion zugeordnet werden kann. Ich will Ihnen das nicht im Detail zeigen, weil dazu die Zeit nicht reicht, aber ich möchte Ihnen gerne das sogenannte Eysenck'sche Persönlichkeitsmodell zeigen. Das ist das immer noch das am besten validierte, sagt man. Kritiker sagen, er hat es nicht gut validiert, weil er das falsch gemacht hat. Auch hier sehen Sie vielleicht das Bild ein bisschen abgeschnitten. Und das entspricht eigentlich der alten griechischen Lehre, die für uns früher ganz geläufig war, von Cholerikern, Sanguinikern, Melancholikern und Phlegmatikern. Und die haben bestimmte Eigenschaften als Persönlichkeiten und man kann die auch tatsächlich nachweisen. Das heißt aber nicht aus, um die Menschen vollständig zu klassifizieren, weil etliche Leute da rausfallen. Aber immerhin ist es ein sehr gut validiertes Modell. Dieses Modell benutzt man im Prinzip abgewandelt auch in der Suchttherapie. Da ist das Myers-Briggs-Modell und da kann man dann ebenfalls zeigen, dass die gleichen Typen, die chinesische Medizin kennt, eben auf Dopamin, Serotonin, Adrenalin oder anderen Störungen beruhen. Das heißt, auch hier haben wir ein Transmittermuster, das sich verändert. Und das jetzt wieder auch mit den Heilreflexen behandelt werden kann, die Sie vorhin gesehen haben, diese gleichen Transmitter auch hervorrufen können und ihre Ausschüttung begünstigen. Das Ganze ist natürlich eine etwas vereinfachte Darstellung, aber grundsätzlich ist das so. Natürlich können Sie in dieser Diagnose beliebig virtuos werden und davon hängt natürlich wieder Ihr Erfolg bei der Therapie ab. Nun, wenn man jetzt diese Eigenschaften dieser Typen sieht, und ich habe Ihnen nur vier aufgezeichnet, dann können Sie die auch nochmal versuchen, besser einzuordnen. Weil, wenn Sie jetzt hier sich sozusagen vorstellen, dass der Kreis hier rumgeht, dann haben Sie ja eine Art Koordinatensystem von Emotionen. Und das bedeutet, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie in diese Richtung gehen, in die Wandlungsphase Holz oder der Hepatika-Wade, die ich vorhin gemacht habe, dass das so eine Art Übererregung ist, die bis ins Zornähnliche gehen kann. Wenn Sie gar nichts davon hätten, dann würden Sie nur in diese Richtung gehen, also in Richtung des Melancholikers. So betrachtet wäre eine Form von Depression diejenige, bei der Sie zwar gestresst sind, aber nicht aktiviert. Das Muster dieser Transmitter würde sich dann einfach negativ ändern. Wenn Sie so ein bisschen davon haben, sagen wir mal bis hier, würde es heißen, naja, Sie springen noch auf, wenn jemand zur Tür reinkommt. Wenn Sie ein bisschen mehr haben, das wird es vielleicht zeigen, da macht gern Sport. Wenn Sie noch ein bisschen weitergehen, geht es dann immer weiter, bis Sie sozusagen hier in der überzogenen Vektordynamik sind und vielleicht dann den Amoklauf machen, weil Sie so zornig erregt sind. Es handelt sich also bei diesen inneren Bewegungen um vektorielle Größen, die können Sie auch gegeneinander verrechnen. Sie können jetzt zum Beispiel sagen, hier ist der chirurgische Chefarzt und der wirft auch mal mit dem Skalpell, wenn der Pichotter sich spurt. Aber hier vorne, zum Beispiel auf der anderen Seite, fehlt ihm dann das. Was er da besonders gut macht, das kann er vielleicht bei der Psychotherapie an Einfühlsamkeit nicht so bringen. Das heißt, man hat bestimmte Stärken und Schwächen und jeder Mensch hat sie zur gleichen Zeit, nur nutzt er sie nicht, auf gleichem Maße. Man hat also sozusagen Gleichgewichte von, wenn Sie so wollen, dem Voranschreiten und dem Zurückweichen, in dem ja auch die Sensitivität als Seelenhaltung liegt.
Sie haben da auch die Möglichkeit, eine zweite Achse aufzuzeichnen, also wo in dieser Figur, die ich so ein bisschen vorgemacht habe, eine starke Emotionsbereitschaft ist. Ja, solche Leute, die wollen sogar Emotionalität haben, diese Kardinalen. Und wenn nicht genug da ist, dann machen sie sich welche. Das kann bis zu einer Scheinrealität gehen, ne? Zu einem eigenen Kokon, in dem man so eine eigene Wirklichkeit lebt. Umgekehrt fehlt ihnen dann die Kontrolle, die Angst vor den Patienten haben, die ja auch immer für Sicherheit sorgen, was in der Gemeinschaft der Menschen auch sehr wichtig ist, dass die, die etwas mehr Befürchtungen haben, ihre Talente einbringen, um eben Skeptiker zu sein, um eben zu dokumentieren, um nochmal nachzuhaken. Das ist wichtig. Und wenn ich Ihnen heute sozusagen hier etwas im Volkston diese relativ komplizierte Theorie versuche näher zu bringen, glauben Sie nicht, dass nicht enorm viel von so einer schon fast zwanghaften Pedanterie dazu gehört, das alles auch erforschen zu wollen. Mal unabhängig davon, was klappt oder nicht. Also man muss alles können und der ist am besten dran, der sozusagen alle diese Emotionen sozusagen leben kann. Man nennt sowas übrigens auch emotionale Intelligenz. Und das ist ein Wort aus der westlichen Medizin. Man könnte auch sagen, es ist eine somatische Intelligenz. Denn wenn Körper und Gefühl so eng zusammengehören dann, und in untrennbar gekoppelt sind, dann kann man auch somatische Intelligenz sagen, weil sie zugleich eine emotionale Intelligenz ist. Wenn wir das jetzt wieder einbinden und sagen, ich gucke mal diese vier Typen von innerem Zustand an, kann ich sagen, ah, wenn ich hier bei dieser bin, dann lasse ich mir nichts von der Helferin sagen. Ich hatte einen Termin für 12, wurscht, was die jetzt sagt. Da haut er drauf, ne? Also das ist ziemlich egal, was sie machen. Das heißt, der geht entsprechend dem Verlauf der Kurve auch hoch. Die Kurve illustriert jetzt sozusagen sein Verhalten. Er kommt sozusagen auf die Palme. Er ist außer sich. Und umgekehrt kann man hier oben sagen, diese hier macht mehr Emotionalität. Und sie hat sogar ein Bedürfnis dazu. Wenn wir also eine soziale Verhaltensstrategie hier ableiten, dann kann man sagen, na, da sind Leute, die sich nichts sagen lassen. Und da sind Leute, die sich gern was sagen lassen, solange sie gelobt werden und es positive Emotionen zu ernten gibt. Hm? Ja. Aber es gibt auch Leute, die sagen, na, ich sage noch nicht so viel, dann gehören wir auch zusammen. Ne? Dieser Mährohr, dieser tiefen Schmerz, der ist in seiner kristallinen Reinform, nämlich sowas ähnliches wie der maximale existenzielle Liebeskummer. Und Sie kennen vielleicht den großen Heidelberger Philosophen, den Lehrer von Gadamer, Leopold von Riesling, der sagte mal, Liebeskummer, das ist der Phantomschmerz der Seele. Ein Teil von dir ist abgetrennt, aber er tut immer noch weh. Und wer das hat, der möchte gerne zusammen sein mit diesem Teil. Der hat sozusagen zu dem er gehört, ein Trennungsverhältnis. Und deshalb ist es ein Wunsch nach Harmonie und Symbiose, der diese Leute kennzeichnet. Und deshalb können die auch nicht offen aggressiv sein. Kant nennt sie heterodependent. Kant hat das Gleiche gesagt, dann nennt er übrigens diese hier vorne dominanzorientierte Entscheidungsstrategie, hedonistische Entscheidungsstrategie und hier vorne heterodependente Entscheidungsstrategie. Übrigens hier unten sagt er, das sind die Trittbrettfahrer und die Utilitaristen, die die anderen eher benutzen, um Kraft zu sparen. Kein Wunder, die sind auch im unteren Teil der Kurve. Aber diese Entscheidungsstrategie und diese Verhaltensweisen, die sehen Sie dann im Alltag sehr häufig. Und die prädestinieren Sie dann vielleicht hier oben zum Don Juan, aber da eher zum Mauerblümchen, ne, weil Sie da zurückhaltend sind. So ganz, ganz typisch Coronado, ja, so leise Stimme, so Eugen Drewermann, den ich an der Stelle immer sehr gerne zitiere. Also, ist das wirklich wahr? Ist das Kleber vom Heiligen Geist? Nein. Ne? Er wird sicher recht haben mit seinen Thesen, die ja auch seit 1820 schon bekannt sind. Aber so richtig, das Zeug zum Revoluzzer scheint er nicht zu haben. Ne? Also würden Sie mit dem in der Kneipe ein Bier trinken gehen? Nein, da würden Sie eher sagen, ich gehe bei den lustigen Leuten. Ne? Da gehe ich ein Bier trinken. Also das heißt, das macht unheimlich viel aus, wie Sie gestrickt sind und welche Natur Sie haben. Vor allem für die Partnerwahl ist das ganz besonders wichtig. Ja, und wenn man hier unten so ein bisschen Ängste hat, dann wird man eher nach Rationalität streben. Und genauso könnten Sie sagen, ich gucke nicht nur sozusagen nach der Art, wie der lebt, sondern ich gucke mal nach, was der eigentlich braucht. Ne? Und hier kann man klar sagen,
Entfaltung, ne? Und Gewinnen. Mhm. Und hier oben der Applaus, hier die Gemeinschaft, die Symbiose, die Harmonie, ne? Und hier Sicherheit. Ne? Sie können das natürlich auch sagen, als eine Art Emotionsbilanz aufstellen, sodass Sie sagen können, na, wo fehlt es denn eigentlich dem Patienten? Eine von vier Sachen hat er nicht. Ne? Wenn er das sagt. Weil das auch richtig wäre, aber im Individualfall nicht unbedingt zutrifft. Ne? Zum Beispiel kann man die Bedürfnisse nach Sicherheit und nach Plan kann man noch nicht umgangssprachlich als Angst deuten. Ne? Tiefenpsychologisch wäre das vielleicht in der Nähe von Angst. Aber Sicherheitsbedürfnis zeigt auch eine verborgene Gefährdung an. Sonst bräuchte man ja keine Sicherheit. Und Gefährdung und Angst gehören ja zusammen. Das bedeutet, Sie können diese alte Lehre ganz beruhigt nehmen und mit unseren Kantschen Grundsätzen zusammen. Ja, natürlich gibt es auch andere Bedürfnisse, wenn Sie es so auf den Punkt bringen wollen. Hepatiker beleben wie in der Arena, Kardiale wie auf der Bühne, Pulmonale wie im Sanatorium und der Arena, würde ich sagen, wie in einer Festung. Hm? Naja, Sie können auch sagen, ich habe verschiedene Arten, wie ich mich verhalte. Ich mache alles, um zum Erfolg zu kommen oder ich wähle mal frei da so, wo es gerade am meisten Applaus gibt oder ich möchte gerne immer alle Regeln erfüllen, dann werde ich auch nicht rausgeschmissen, dann gehöre ich dazu, dann habe ich Harmonie, dann habe ich Zugehörigkeit. Oder Sie können auch sagen, Sie haben da so ein Ökonomieprinzip. Und dann würden Sie ihm sagen, na, das ist der Hering, vom der da zieht, ne? Oder der dahin geht, wo man ihn zuklatscht, oder jemand, der durchhält, auch in harten Zeiten, ne, um alles zusammenzuhalten und seinen Zugehörigkeitsanspruch zur Gruppe nicht zu verlieren. Und dann gibt es auch Leute, die regelrecht Personalschach spielen. Ne? Das sind so die Leute, die in Unternehmen gute Politiker sind, ne? Die eben genau wissen, wann wer wo in Rente geht und wessen Posten man wie besetzt und wenn der so empfohlen wird und wenn ich heute eine Aktennotiz anlege, dann kann ich ihn mit seinen Taten 1962 noch heute stürzen. Ja, das gibt es einfach und das muss man auch drauf haben. Das heißt, am besten haben Sie es, wenn Sie alles können. Und die Chinesmedizin, die drückt das ein bisschen anders aus, die sagt, da sind Persönlichkeitsanteile von dir drin, die in einem Gleichgewicht stehen. Nämlich der General versus der Minister. Der Minister, der ja nicht dem König und dem Fürsten widerspricht, sondern der umsetzen muss, was der andere sagt, dann die Regeln befolgt und artig ist und auch dazu gehört. Und dann sozusagen das Gegengewicht, damit meint man den, der sich rational unter Kontrolle hält. Nun wissen Sie ja, dass wir auch das Ganze in 8 Zyklen, 8 Teile unterteilen können. Und ich will Ihnen deshalb mal 2 da rein, einmal den Verwalter und einmal den abhängigen Gesandten. Das sind also Persönlichkeitsanteile, die dadurch kommen, dass zum Beispiel mit diesem Muster, mit dem Auffahrungsmuster, man nicht immer weiterkommt, sondern man muss auch mal durch Differenzierung und so weiter die Dinge ein bisschen differenzieren, damit den Stein des Anstoßes nehmen, mal gucken, wie der das findet und den Standpunkt auch berücksichtigen und das ist gut. Also nehmen Sie zum Beispiel an, das ist ein chirurgischer Chefarzt, der wäre vielleicht sehr entschlossen, aber sein oberster Oberarzt, der passt auf, dass jetzt nicht zu viel Fetzen fliegen, Assistenten morgens noch wieder zum Dienst kommen, weil sie nicht niedergemacht wurden, die Anästhesistin überlebt hat und so weiter. Das kommt auch vor. Das heißt, der Verwalter ist eigentlich der Differenzierer. Und wenn Sie hier dieses Kardialmuster nehmen, dann ist es natürlich jemand, der sagt, ich entscheide aus meinem eigenen Gusto heraus, wie ein Fürst, l'état c'est moi. Aber da ist ja auch drin ein bisschen Tempo mit diesem Muster. Und deshalb kann man noch ein 2. Muster haben, wo einem die Tempokontrolle kaputt geht. Da hat man immer nur zu tun. Ich kann nicht, kann ich da, kann ich da, ich habe überhaupt keinen, ich muss doch das machen. Der große australische Homöopath Bailey schreibt dazu, nein, Vitulkas schreibt dazu, das besteht aus 2x3 Worten, Eile, 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 müde, müde, müde. Und sonst gibt es nichts mehr von einem. Ne? Man erreicht wie ein Roboter abends noch irgendwie das Tagesende
Und ansonsten denkt man immer, man muss ja dies und das. Mhm. Die tiefen Psychologen würden sagen, na, da erfüllt man unbewusste Erwartungen, die man irgendwie vielleicht von den Eltern glaubt zu haben und die man nun irgendwie besonders toll sah, muss man das machen. Natürlich bedeutet das, dass sie in einer Gruppe bestimmte Kompetenzen haben. Zum Beispiel gibt es den Macher, ne? Den brauchen wir, ohne den läuft die ganze Gruppe nicht. Ne? Natürlich haben sie auch den Differenzierer nötig, wie eben in dem Beispiel von Chefarzt und Oberarzt. Dann haben sie den Kreativen, ne? Der jetzt einfach nochmal eine Lücke im Zaun findet. Das ist der Kardiale, der, so, das ist eine tolle Sache. Und natürlich haben sie auch einen, der durch sein Tempo einfach was umsetzt. Ne? Der mag getrieben sein, wie er will, man kann ihm jeden Vorwurf machen. Aber dass er untätig wäre, diesen Vorwurf kann man ihm nicht machen. Das ist eine Art Geschachtelhuber und so. Für jeden Betrieb eine große Gefahr, keinen zu haben und eine noch größere, zu viel davon zu haben. Ne? Im Kurpfälzischen sagt man, oh, wer weiß das mit dem Asch ein, was er mit den Händen aufgebaut hat. So, diese Leute sind das. Ne? Ja. Dann gibt es aber Leute, die jetzt die Regeln einhalten, die sehen, dass die Listen geführt sind, dass die Türen verschlossen sind, dass das Kind noch was zu essen gekriegt hat. Also die Teamer, die Leute, die dafür sorgen, dass der Zusammenhalt da ist, unglaublich wichtig. Die hören auch mal ganz gut zu und haben sich nicht nur selber im Griff und im Blick. Ja, und dann gibt es natürlich die Rationalen, die Experten, die sagen, so kann es nicht gehen und so kann es nicht gehen. Ja. Das, ist natürlich gut, wenn man Experten hat, aber wenn man nur Experten hat, dann wissen sie, was da passiert. Nichts, ne? Weil die alle miteinander streiten. Ja, das sind sozusagen die Teamkompetenzen. Und wenn sie jetzt so und so geprägt sind, und man sieht es ja am Körper, was da passiert, dann haben sie auch bestimmte Probleme. Zum Beispiel könnte es sein, dass aus dem Macher der Tyrann wird, dass aus dem Differenzierer der Bedenkenträger wird, dass aus dem Chaot, aus dem Kreativen ein Chaot wird, ein Emotionalisierer, ein ewiger Rebell, der da irgendwie immer Unruhe stiftet. Aus dem Tempomann der absolute Hektiker, aus dem Symbiontiker einer, der eigentlich alle Sachen erstmal abbremst, keine Informationen weitergibt, ja? Nach außen ganz artig, hintenrum aber einige schwere zu ertragende Verhaltensmuster. Ja, und dann hat man den Rigiden, wenn der Experte jetzt unbelehrbar wird seinerseits. Da sagt, ich muss erst einmal alles planen. Der Kardiale sagt, der da oben sagt, hör mal, jetzt fangen wir schon mal an zu verkaufen und die Buchhaltung kannst du doch später machen. Nein, sagt er mal, erstmal eine Umsatzplanung. Ne? Bis dann ist der Schlussverkauf aber schon vorbei. Das heißt, wenn man zu viel, egal wovon hat, dann ist es auch nicht gut. Und so kann man sozusagen innere Persönlichkeiten, die jeder Mensch hat, definieren und sagen, wie sind die denn abgemischt. Was kannst du denn sozusagen mehr betonen von deiner inneren Freiheit, von deinem dir angelegten Lebensweg? Und was kannst du vielleicht ein bisschen zurücknehmen? Kannst du neue Gleichgewichte erreichen? Und umgekehrt gibt es auch Leute, die ganz eindeutig an einer Stelle jetzt ihre Ausprägung haben. Wenn ich zum Beispiel heute hier unterrichte, dann muss ich eigentlich ein Kardialer sein, weil ich ja etwas zu sagen habe. Und weil ich das auch rüberbringen muss als Kommunikator. Und vielleicht bin ich dann später mal irgendwie etwas harmoniebedürftiger, wenn ich mit meinem Dackel muss. Also das ist dann sozusagen auch in einem drin. Und das Wichtige ist, dass man das zur richtigen Zeit lebt. Dass sie also ganz konsequent darauf achten, dass sie eine innere Freiheit haben, diese inneren Kompetenzen auch zu nutzen. Aber wie Sie sehen, gibt es das auch als erschöpfende Konfliktmuster. Und dann werden sie halt irgendwann erkrankt. An irgendetwas, weil ein Teil von ihnen zu stark hervortritt, vielleicht durch äußere Bedingungen, vielleicht weil sie es irgendwie nicht so richtig gemerkt haben. Und vielleicht kann man es auch ganz gut, verstehen dann. Naja, jetzt können wir nicht nur die Symptome eines Menschen begründen und behandeln und die Emotionen dahinter irgendwie verstehen, sondern wir können auch die Heilmittel untersuchen, und das können wir zum Beispiel, indem wir die Pflanzen der chinesischen Medizin nutzen und sie molekularbiologisch untersuchen. Hier zum Beispiel sehen Sie den Goldfaden, da hat er so Zellkerne,
Die Zellkerne werden umgeben von einem Zellkörper, dem Zytosol. Und hier vorne haben Sie dann eine Art künstliche Entzündung in dieser Zellkultur. Und dann geht ein Faktor, der heißt NF-kappa-B, geht jetzt von dem Zytosol, wo er jetzt von dem Zellleib, wo er jetzt rot gefärbt ist, in diese Nuklei hinein. Und dann haben wir da diese Färbung, was hier also die Gegenfärbung, sehen Sie hier blau, hier vorne auch, das heißt alle diese blauen Strukturen, die es hier auch gibt, sind alle überrötet, weil dieser NF-kappa-B-Faktor da ist. Diese Faktoren haben ungefähr die Funktion wie Zeigefinger und Daumen für das Öffnen eines Reißverschlusses. Die gehen dahin und binden an diesen Öffner und das ist einfach eine Binding-Site, eine Bindungsstelle an der DNA, die auch aussieht wie ein Reißverschluss. Und wenn diese Faktoren, wie das NF-kappa-B, an diesen Reißverschluss geht, dann wird nur ein Teil der DNA geöffnet, die baut ihre Proteine, dadurch wird dann die Zelle reguliert in ihren Funktionen. Wir können also sagen, dieser Goldfaden, wenn ich den jetzt hier zutue und ich sehe diese Kerne, dann ist diese Bewegung des Transitionsfaktors in die Zellkerne nicht geschehen. Ich kann die also sozusagen zurückdrehen und das bedeutet, dass wir bestimmte Eigenschaften dieser Zellen nicht mehr aktivieren. So ein NF-kappa-B kann zum Beispiel Entzündung machen, das sehen wir hier, kann aber auch bei der Metastasierung wichtig sein, also bei der Art, wie Krebs entsteht. Auch das kann man tun, man kann weiterhin diese gleiche Nummer spielen bei Makrophagenaktivitäten. Makrophagen sind ja Fresserzellen, gibt es im Körper zum Beispiel im Immunsystem. Und jeder Antikörper, den Sie bauen, der ist erst einmal dadurch entstanden, dass so ein Makrophagen, so eine Fresserzelle, ein Antigen, also einen Fremdstoff, aufgenommen hat und dann neu präsentiert hat. Ohne das geht es sehr viel langsamer. Und hier haben Sie die Aktivität gemessen an diesen Transkriptionsfaktoren und Bindungsstellen AP1 und NF-kappa-B dieser Makrophagen. Hier haben Sie eine Kontrolle, Negativkontrolle, Positivkontrolle mit einem Stoff. Hier haben Sie jetzt dieses Koptis, diesen Goldfaden eingebaut, da haben Sie gar keine Aktivität mehr. Und das bedeutet, dass die Vergleichsmedikamente hier sehen, dass dieser Goldfaden etwas besser gewirkt hat als zum Beispiel Telmisartan. Er wäre also ein bisschen wirksamer. Das ist übrigens ein Mittel gegen hohen Blutdruck, das damit wirkt, dass es auch Entzündungen, die bei der Atherosklerose auch beteiligt sind, lindert. Aber diese Pflanze tut in einer durchaus üblichen Konzentration mindestens an diesen Makrophagen einiges. Das erklärt auch, warum wir Rheumaschmerzen damit gut behandeln können. Oder eine Sepsis bei hohem Fieber, zum Beispiel von Kindern, ganz gut behandeln können. Wir können natürlich auch andere Wirkungen zeigen, aber ich will es heute nicht überspannen, will Ihnen aber sagen, als Zusatztherapie eignet sich die TCM auch bei Krebs. Das ist einmal sehr gut dargestellt für die Übelkeit bei Chemotherapien, die Mundtrockenheit bei Bestrahlung, das hat ein Schüler von mir gemacht, und die Steigerung der Abwehr während der Chemotherapie, das hat eine unserer Masterstudentin so veröffentlicht. Wir können auch Qigong einsetzen, also diese Übung, haben dann weniger Nebenwirkungen, das war der Andrea Fernandes, der das gemacht hat. Wir können Ängste reduzieren, Steigerung der Lebensqualität erreichen. Und viele der chinesischen Heilpflanzen sind, wie hier aufgeführt, Taxole, Artusunate, Ginseng, geht noch ein bisschen weiter, Kurkuma, Spitalaria, Salvia, Mythorize und Magnolien und so weiter sind Stoffe, die Krebszellen bekämpfen können, sind darin enthalten. Und wir beschäftigen uns viel damit, sozusagen nicht nur die schon als Arzneistoff vorliegenden, zum Beispiel die Taxole oder Artesonate, zu verwenden, sondern auch die neuen Kombinationen die zu entdecken, die eigentlich in der Klassik schon vorhanden waren und dafür eingesetzt wurden. Und das ist ein unglaublich großes Feld, das sich heute Abend nicht weiter in die Tiefe gehen, verfolgen kann. Aber Sie können nicht nur mit Akupunktur und mit Pflanzen was heilen, sondern Sie können auch Übungen machen. Und damit Sie das mal selber erleben, dachte ich, wir machen das einfach mal. Vielleicht haben Sie Lust mal mitzuspielen und nehmen Sie einfach mal alles zur Seite, was Sie da irgendwie hält. Und wenn Sie das getan haben,
stellen Sie mal die beiden Hände so zusammen, als würden Sie einen Ball fassen. Ja, Sie müssen es schon hinlegen. Ne? Einen Ball fassen, aber nicht mit so eckigen Armen, sondern ein bisschen so, als ob Sie jemanden Armen. Und das Wichtige ist, dass Sie jetzt einmal für einen ganz kleinen Moment Ihre Augen schließen. Das muss man machen, sonst klappt es nicht. Jetzt haben Sie diesen Ball zwischen den Händen und stellen Sie sich mal vor, dieser Ball wäre aus weißem Reispapier, also dieses ganz, ganz empfindliche Papier. Wenn Sie jetzt zu doll drücken, dann geht er kaputt. Und wenn Sie ihn fallen lassen, geht er auch kaputt. Irgendwo zwischen drücken und halten. Und jetzt sehe ich schon, dass bei vielen eine Sensation in den Händen einsetzt, vor allem bei denen, die die Augen geschlossen haben. Und es passiert etwas im Körper, was Sie fühlen können. Jetzt gibt es also eine vegetative Veränderung in Ihrem Körper. Das Nervensystem macht etwas. Die Chinesen nennen das Qi. Und wir nennen das vegetative Veränderung. Und jetzt zeige ich Ihnen einen Film darüber. Ja, nur wenn man an nichts Böses denkt, wie das, ne? Man soll deshalb nichts wollen, ne? Heißt das in den Übungsanleitungen. Und damit geht jetzt wieder, dadurch, dass Sie nichts Besonderes wollen, einfach das Vegetativum wieder los und produziert diese Kurve, die wir gezeigt haben. Und zwar bei jedem etwas unterschiedlich. Was können Sie daran merken, dass die Finger, unterschiedliche Finger, dabei diese Kribbelgefühle machen? Ich will Ihnen mal zeigen, wie das aussieht, wenn Sie das in der Thermografie sehen. Hier haben Sie einen Probanden, der heißt Louis Matosch, ist Elektroingenieur und ganz vernünftiger Bursche. Und der macht keine Zauberei. Und jetzt werde ich mal versuchen, das hier laufen zu lassen. Will nicht. Ja, das ist aber sehr bedauerlich. Muss ich was hier mitmachen? Nö, auch nicht. Ich probiere es nochmal. So, gucken wir mal. Oh, wie bitter. Kriegen wir es mit einem Trick hin. Der junge Mann ist nicht mehr hier, ne, der das konnte. Moment, da haben wir es. Da müsste ich mal eben gucken. Ring zur Feier. Also, aha, irgendwas passiert. So, wenn wir Sie jetzt gar nichts machen, jetzt sehen Sie den Film, wenn Sie an nichts denken, jetzt sehen Sie hier vorne, blau, kühlere Areale, rot, wärmere Areale, grün, so Normaltemperatur. Hier, wo Sie Fieber messen, ist ganz rot. Ja? Und wenn Sie jetzt der gleiche Proband an diesen Ball denkt, müssen wir gucken, ob er das wieder machen möchte. Jawohl, jetzt geht es. Jetzt lassen wir den mal laufen. Wenn er an den Ball denkt, sehen Sie, jetzt während Sie dieses Gefühl kriegen, die Finger warm. Man sieht ganz schön heftig. Das heißt, es ist wirklich so, wenn das Wort Qi gebraucht wird, meint man damit eine Funktionsänderung im Körper, die nach unserem westlichen Verständnis vom vegetativen Nervensystem ausgeht. Und das können Sie natürlich jetzt systematisch machen und systematisch zu Heilzwecken anschauen. Und während Sie das machen, verändert sich was in Ihnen. Wir haben das zum Beispiel untersucht, bei Burnout-Patienten, der geht dann bei Krankengymnasten in Braga in der Zeit, wo sie das machen, obwohl die 12 Stunden arbeiten, die emotionale Erschöpfung zurück. Die Gruppe, die das nicht macht, bei der geht es aufwärts. Das heißt, die werden immer erschöpfter.
Sie können aber auch die Depersonalisierung messen. Also ich sagte vorhin, dieser Hektiker, der kommt abends nach Hause und wie so ein Roboter und empfindet auch seine Mitmenschen wie Mitroboter. Also so ganz erschöpft und überhetzt sind, ist ihnen das sicher auch schon mal so gegangen. Und darunter leiden natürlich die persönlichen Beziehungen. Stellen Sie sich mal vor, Sie arbeiten in der Pflege und Sie wollen vielleicht Zuwendung zu den Menschen bringen. Das können Sie dann gar nicht mehr. Und deshalb nennt man das Depersonalisierung. Sozusagen hinter diesem Heckmeck-Muster verliert man die normale Schwingungsfähigkeit, die der Mensch hat. Und hier sehen Sie, dass die ganz automatisch und ganz gewaltig zurückgeht in dem Intervall. Das sind 3 Wochen, während es bei der Kontrollgruppe aufwärts geht. Das heißt, Sie können diese Persönlichkeitsmerkmale, emotionale Erschöpfung und Depersonalisierung sehr gut damit behandeln. Ich kenne auch keine andere Methode sozusagen, die in so kurzer Zeit das geschafft hätte. Sie können es aber auch einsetzen für Schulkinder. Hier haben wir 12- bis 14-jährige Knaben in 3 Gruppen. Das ist übrigens der erste placebo-kontrollierte Qigong-Versuch, den es überhaupt gibt. Und wenn Sie das hier ansehen, haben Sie diese 3 Gruppen, die jetzt vor dem Versuch und dann danach und dann in einem Follow-up zeigen, wie gut Sie Ihre Aufmerksamkeitszeit steigern. Und da sehen Sie, dass die richtigen Übungen machen, dass die gewaltige Sprünge haben, sich also hier von dieser Gleichheit entfernen, hier sind die nicht mehr gleich. Das heißt, Sie können die Aufmerksamkeitsspanne von Schülern um 1/4 steigern in 4 Wochen. Mit diesen Übungen, allerdings machen die nur 5 Minuten am Tag. Das ist doch ein ganz schönes Ergebnis. Sie können aber auch gucken, wie gut die Routineaufgaben lösen, haben Sie ein ähnliches Ergebnis. Das ist dieser D2-Test, den Sie auch für den Medizinstudienplatz machen müssen. Und da sehen Sie, dass auch hier 1/3 mehr Leistungsabgabe sozusagen ist in dem Test. In der Schule würde das bedeuten, wenn ich bei der Mathearbeit keine Flüchtigkeitsfehler mache, dass ich vielleicht von einer 3 auf eine 2 komme. Das bedeutet, man kann Schulkinder eigentlich in 4 Wochen bedeutend fördern, wenn man ihnen diese Übungen gibt. Ich fände, das wäre eigentlich auch bei uns möglich. Sie können auch Ängste behandeln. Und da ist das besonders effizient. Hier haben wir zum Beispiel die besonderen, also vor allem normale Ängste, hier haben wir Prüfungsängste gehabt und haben die untersucht, sind 69 Studenten untersucht worden und eine Woche vor dem Examen bekamen die dann Akupunktur, Kontrolle oder Warteliste und dabei haben sich die Studenten mit so ein paar Ohrnadeln an der richtigen Stelle hervorragend entwickelt und haben ungefähr 1/3 weniger Angst gehabt als die anderen Studenten. Das ist für Patienten, die an Prüfungsangst leiden, ganz besonders wichtig. Zum Beispiel auch Musiker, die im Orchester sitzen. Da haben wir auch Forschungen gemacht mit 180 oder 220 Orchestermusikern, wie wir die besser spielen lassen und weniger Schmerzen haben. Die haben alle Schmerzen im Bewegungsapparat, weil natürlich so 8 Stunden Fiedeln am Tag die Schulter schon belastet. Naja, jetzt sehen Sie, wir können Symptome behandeln, wir können was über die emotionalen Gleichgewichte sagen, wir können die auch mit Pflanzen beantworten, wir können den Zustand auch mit Übungen beantworten. Aber eine Sache möchte ich Ihnen noch zufügen. Es gibt eine Theorie von diesem inneren Lebensweg. Und die finde ich ganz besonders. Da steht in dem I Ching drin, der Mustergültige, der Edle, also der, wie man sein soll, lebt seiner Natur gemäß. Und lebt er nicht seiner Natur gemäß, so verliert er seine Würde. Das heißt, wenn Sie etwas leben, aber das hat mit Ihnen und Ihrem inneren Lebensskript nichts zu tun, dann verlieren Sie etwas von Ihrer Menschlichkeit, von Ihrer Würde. Dieser Text ist aus dem Jahr 600 oder 700, der dazu geschrieben wurde. Nun, Leibniz sagt ja, dass wenn Sie eine rosarote Brille tragen würden, Sie das zeitlebens nicht bemerken könnten. Das I Ching sagt so etwas Ähnliches. Es sagt, dass man sich nicht erkennen kann. Kein Mensch kennt sich selbst. Nur an den Folgen deines Handelns kannst du dich erkennen. An
ein sehr grausamer Satz, den habe ich mir immer wieder überlegt, was ist eigentlich mit den vielen Dingen, die schiefgegangen sind im Leben, ist auch vieles gut gegangen, aber viele Dinge sind schiefgegangen, ich dachte, ja, wenn du das da so, vielleicht stimmt es ja auch, dass wenn man sich geschickter verhält, nicht so viele negative Folgen kriegt. Das ist ein bisschen moralinsauer, dieser Satz, aber gefällt mir sehr, weil ich damit in die Verantwortung genommen werde für mein eigenes Leben. Wenn Sie das nun sozusagen mathematisch sehen wollen, dann geht ja dieser Drehleiermann weiter zu dem Haus. Das heißt, im Grunde, diese Sinuskurve, die Sie sehen, ist ja eigentlich ein Kreis. Und dieser Kreis geht immer genau in der Richtung der Achse. Das heißt, jeden Tag, wo Ihr Biorhythmus diese Kurve produziert, oder die Regulation, wir wissen, das ist das Gleiche, dann gehen Sie in eine bestimmte Richtung. Und das ist sozusagen technisch betrachtet Ihr Lebensweg. Und wenn Sie das immer machen, dann haben Sie eine Erfahrung dieser Emotionen. Man nennt das auch die Emotionserfahrung. Und diese jahrzehntelange Emotionserfahrung macht hinterher Sie aus. Man spricht auch von einem inneren Klang. Vier Töne, die sich neu abmischen. Natürlich sind es viel mehr, weil Sie den Kreis ja unendlich teilen können. Also das, was in Ihnen das Eigentliche, das Besondere ist. Und das würde nach diesem Bild, das ist ja nur ein Bild für etwas, was wahrhaftig existiert, es würde nach diesem Bild bedeuten, dass dieser innere Klang, den Sie, wie jeder andere Mensch auch haben, dass der wirklich vorhanden ist, dass Sie ihn leben. Und dass die meisten Menschen übrigens deshalb am Ende des Lebens auch sagen, ja, es hat irgendwie so sein müssen. Ob es nun wirklich so ist oder ob es eine Täuschung des Gehirns ist, das weiß ich nicht. Ich habe alte Menschen erlebt im Altersheim hier vorne in St. Anna, die die Flucht aus Ostpreußen mit schrecklichsten Dingen mitgemacht haben. Und danach ist ihnen auch nicht viel besser gegangen. Und trotzdem haben mir die alten Damen dann erklärt, das hat irgendwie so sein müssen. Das war so, das war richtig, das war mein Lebensweg, irgendwie musste es so sein. Vielleicht, weil man diese innere Emotionserfahrung macht, weil man fühlt, das geht sozusagen über einen zeitlichen Rahmen. Und deshalb kann man auch diesen Lebensweg theoretisch erklären. Der Sollwert ist also das Dao, Ziel und Weg zur gleichen Zeit. Das dumme Reden von der Weg ist das Ziel, kann das natürlich nicht fassen. Das ist Hedonismus. Und solange es mir gut geht, ist alles in Ordnung. Das ist falsch gemeint. Es ist hier eigentlich in dem Satz gemeint, dass der eigentliche Weg, den man nimmt, wie ein um den wirklichen vorbestimmten Weg meandert, onduliert. Das heißt, Sie müssen immer wieder neue Wendungen machen im Leben, um Ihr inneres Lebensskript, Ihre innere Achse, Ihren inneren Klang zu leben. Und irgendwie merkt man das intuitiv, wenn das nicht der Fall ist. Und dann kommt dieses emotionale Gleichgewicht, also die Form dieser Kurve, die Sie sehen, kommt dann durcheinander. Und so, sagen die Chinesen, so entsteht Krankheit wirklich, indem Sie von Ihrem eigenen inneren Weg zu arg abweichen müssen. Und deshalb ist das Symptom auch unser Freund, denn es zeigt uns, in welche Richtung Sie umkehren müssen. Weg von dem symptomatischen Weg hin zum Sollwert, wenn Sie so wollen. Und weil es so unendlich viele Sollwerte gibt im Körper, deshalb ist das fast etwas Unaussprechliches. Weil diese emotionalen Zustände natürlich nicht nur in 4, sondern in 8 oder in 64 Untergruppen geteilt werden können und noch viel, viel mehr. Intuitiv aber merken Sie, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und wenn die Frage da kommt, warum sagt man eigentlich, was fehlt dir denn? Dann bist es im Allgemeinen du selbst. Diese Rückkehr, diese Rückbesinnung auf einen eigenen inneren Weg und einen eigenen inneren Zustand, der einzig eigene ist. Die ist wichtig. Und vielleicht ist es das, was man unter Selbstverwirklichung verstehen könnte. Dann handeln Sie aus sich selbst heraus.
Also primär motiviert, nicht weil sie bezahlt werden. Und dann macht ihr Leben Sinn. Wenn sie nur noch tun, weil es bezahlt wird oder weil sie müssen oder so, dann wird das Leben einfach nicht so freudvoll sein. Wenn sie aber fühlen, dass das, was sie machen, mit dem, was sie innerlich sind, in Übereinstimmung sind, dann handeln sie, wie Kant es vorschlug. Dass man diese innere Neigung mit den äußeren Pflichten in Übereinstimmung bringen muss. Dann ist man auch selbstbestimmt, obwohl man Pflichten hat. Denn die Pflichten entsprechen der eigenen inneren Bestimmung. Das finde ich zutiefst tröstlich. Und das ist das, was mich persönlich an der chinesischen Medizin am meisten fasziniert und auch an dieser alten chinesischen Philosophie. Und deshalb wollte ich Ihnen diese Ratschläge geben. Sie müssen ein Gefühl für diesen inneren Klang bewahren, für Ihren Innenraum. Sie müssen primär motiviert bleiben, solange es geht. Und wenn es überhaupt nicht geht, dann kehren Sie irgendwie um, möglichst ohne viel Schaden zu machen. Es kann nicht jeder jetzt seine berufliche Stellung aufgeben. Kant hat auch nie gesagt, dass dieses Gefühl, ich muss es jetzt einfach tun, obwohl es unvernünftig ist, das nennt er kategorischer Imperativ. Und sagt, du tust eben Unvernünftiges, Kritik der reinen Urteilskraft, Kritik der reinen Vernunft und so. Du tust was Unvernünftiges, du musst es trotzdem tun. Er meint damit, dass es von innen diese Bestimmung gibt, dieses innere Gesetz, die innere Neigung, das zugleich auch seine innere Moral ist. Nun haben wir gesehen, sie können sehr viele Rollenkonflikte haben. Und am besten halten sie das aus, das Leben und auch sonst alles, wenn sie gute Menschen an ihrer Seite haben. Die alten Navigatoren sind bis nach Amerika und um Afrika gesegelt mit relativ kleinen Schiffen. Sie konnten das machen, weil sie im Konvoi fuhren. Versuchen sie, ihre Lebensbindung lange zu erhalten. Dazu gehört Takt und Vertrauen. Und wenn sie die Gleichgesinnten haben, ihrem Leben gemäß handeln, ihrem inneren Weg gemäß handeln und primär motiviert sind, dann haben sie viel Kräfte, viel mehr Kräfte als die, die das nicht haben. Versuchen Sie dann im Alltag nicht diesen guten Weg zu verlieren. Und das können Sie am besten machen, wenn Sie abends aufschreiben, was Sie am nächsten Tag tun wollen. Dann haben Sie es mal aus dem Kopf und können auch schlafen, weil es nicht mehr auf Ihrer Seele, sondern auf dem Blatt Papier ist. Machen Sie an eine dieser Sachen, die Sie morgen tun wollen, schreiben Sie eine 1 hin. Wenn Sie mehrere Prioritäten haben, dann nennt man das nicht Prioritäten, sondern das kommt von der Zahl 1. Versuchen Sie jeden Tag eine kleine Tabuzone einzulegen, zum Beispiel eine Viertelstunde, in der Sie unerreichbar sind. Ob Sie dann diese Übung machen wollen oder einfach mal nichts sagen wollen, das hilft sehr, um dieses Gefühl für den inneren Klang zu bewahren, ebenso wie die Übungspraxis. Unsere Modellvorstellung zur chinesischen Medizin wurde von der Staatsverwaltung für chinesische Medizin beurteilt. Da heißt es, das wäre das Modell für die Zukunft, um chinesische Medizin in die westlichen Gesundheitssysteme, aber auch in die Forschung einzuführen. Das heißt also nicht sozusagen nur so eine unverbindliche Rede, Sicherheit ist, sondern etwas, was von chinesischen Autoritäten auch so gesehen wird. Dann machen wir Qualitätskontrolle, damit das mit der chinesischen Medizin immer besser klappt. Und wir hoffen, dass Sie irgendwas davon mitgenommen haben, um diese innere Stimmigkeit wiederzufinden, die sie eigentlich ausmacht. Finde ich übrigens wunderschön. Stimmigkeit und Klang, das ist wunderbar und ich habe erfahren, dass das Zeichen für Musik durch zwei kleine Häkchen ergänzt das Zeichen für Medizin in der chinesischen Sprache ist. Das hat mich auch sehr berührt. Haben Sie vielen Dank für diese lange gute Aufmerksamkeit.
ein bisschen was trinken, oder? Hand hoch für trinken und Hand hoch für danach weitermachen? Oder gleich weitermachen? Sie haben eine Frage. Ja, dann können Sie trinken, die mich fragen. Können Sie den Schluss nochmal wiederholen? Musik und Medizin? Ja. Diese zwei Häkchen haben Sie verstanden. Ja, das ist ein Zeichen. Da hinten sitzt der Dr. Jedek, der kann Ihnen das genau aufzeichnen. Das ist die, das sind ja diese Embleme, also diese Zeichen der chinesischen Sprache, diese Schriftzeichen. Und die haben eben eine ganz übereinstimmende Form. Ich glaube, dass das mit diesem Konzept des inneren Klangs zusammenhängen muss. Bitte sehr. Möglichkeit, schön nach Hause gehen.